So, herzlich willkommen zum Abendteil eines langen Tages. Ich möchte Sie alle herzlich willkommen heißen im Namen von der Heinrich-Böll-Stiftung, vom Brot für die Welt, Medico International und ProAsyl. Für diejenigen, die heute tagsüber noch nicht da waren, es gab den ganzen Tag lang Programm. Das heißt, einige sind etwas erschöpft und sind trotzdem da und das freut uns sehr. Und alle anderen möchte ich jetzt noch mal herzlich willkommen heißen. Zu unserem Tag heute, wo wir darüber gesprochen haben, Rückkehr um jeden Preis, Migrationspolitik, Beratungsrealitäten und Situationen in den Herkunftsländern. Ich werde überhaupt nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern möchte nur ganz kurz noch mal sagen, wir haben heute sehr lange darüber diskutiert, was bedeutet eigentlich Rückkehr und Rückkehrpolitik der gegenwärtigen Bundespolitik, aber auch der Politik auf EU-Ebene. Wir haben uns die Kontexte angeschaut, wohin wird eigentlich zurückgeführt, was sind eigentlich die Situationen vor Ort, wie ist eigentlich die Beratungspraxis hier. Und wir haben uns damit beschäftigt und darauf wollen wir heute Abend noch näher eingehen, welche Rolle kommt eigentlich der EZ in der Rückführungspolitik derzeit zu. Rückkehrforderungen und Reintegration sind nun keine klassischen Themen der EZ und wie wir das heute auch schon diskutiert haben, vermischen sich in der jetzigen gegenwärtigen Migrationspolitik immer mehr diese beiden Handlungsfelder und Politikfelder. Ohne jetzt noch viel mehr zu sagen, sondern möchte ich jetzt direkt an Kirsten Hellweg übergeben und bedanke mich jetzt schon. Und noch eine Sache auch an unsere Gäste im Livestream. Die Heinrich-Böll-Stiftung schaltet uns gerade live. Das heißt, nicht nur Sie sind Zuschauerinnen, sondern wir haben auch noch eventuell die ganze Crowd, die uns zuschaut. Ja, guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen an Sie alle zu unserer Diskussion über Deutschlands Migrationspolitik und die Frage, welche Rolle die Entwicklungszusammenarbeit dabei spielen könnte oder auch sollte. Viele waren tagsüber schon da, haben aber jetzt vielleicht heute Abend dann nochmal die Gelegenheit, auch politische Verantwortliche direkt dazu zu befragen, um eben zu schauen, was macht Sinn, wenn es darum geht, illegale Migration einzuhegen, denn das ist ja schon das erklärte Ziel der Bundesregierung, einerseits die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern und die freiwillige Rückkehr eben auch von Migranten ohne Bleibeperspektive. Die Maßnahmen, die also da zu diesem Zweck entwickelt wurden, lohnen einen genaueren Blick und den wollen wir heute Abend darauf werfen. Wir werden zunächst etwas sprechen über die Situation in einigen Herkunftsländern, um eben festzustellen, unter welchen Bedingungen das Ganze Sinn macht oder eben auch nicht. Und wollen dann darüber sprechen, inwiefern Maßnahmen und Programme der Entwicklungszusammenarbeit eben geeignet sind, die Rückkehr von Migranten und die Reintegration in ihren Herkunftsländern zu unterstützen. Ich freue mich also auf eine lebhafte Debatte, die wir zunächst mal hier vorne führen mit unseren Gästen und dann aber gerne öffnen werden für Fragen von Ihnen. Ich habe 5 Gäste, die ich Ihnen gerne vorstellen darf. Das ist ganz am anderen Ende des Panels Uwe Kikkeritz, der seit 2009 im Bundestag sitzt für Bündnis 90 und die Grünen und dort der Sprecher für Entwicklungspolitik ist. Herzlich willkommen. Neben ihm sitzt Bernhard Braune. Er leitet das Referat Rückkehr und Reintegration im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In der Mitte herzlich willkommen zu Hause, Bente Scheller. Sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika in der Heinrich-Böll-Stiftung. Christian Kloß zu Ihrer Linken kommt aus dem Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat und leitet den Stab Rückkehr. Und an meiner Seite sitzt Hadi Marifat, der Direktor der Afghanistan Human Rights and Democracy Organization, der zuvor als Analyst und Berater und Wissenschaftler für verschiedene Organisationen gearbeitet hat, unter anderem für Human Rights Watch und die UN-Mission in Afghanistan und Save the Children. Herzlich willkommen an Sie alle. Wir wollen mit... Ja, danke. Wir beginnen mit Syrien. Nicht, weil die aktuelle Lage das erfordern würde, sondern weil die größte Gruppe der Geflüchteten in den vergangenen Jahren tatsächlich aus Syrien kommt. Wir sehen ganz aktuell, dass der Nordosten destabilisiert wird durch die türkische Invasion. Darüber wollen wir aber nicht sprechen, habe ich heute Abend versprochen, sondern
Es geht eigentlich vor allem um die Frage, welchen Status haben die Syrer hierzulande eigentlich inzwischen, Frau Scheller? Denn eigentlich, als die Syrer in den Jahren 2014, 15, 16 kamen, wurde ihnen sehr großzügig Asyl oder nach der Genfer Konvention ein Status gewährt. Und das hat sich, glaube ich, verändert. Wieso und wie kam das? Vielen Dank. In der Tat hat es sich verändert, während eben zeitweise Deutschland sehr, sehr großzügig damit war, den vollen Schutzstatus zu gewähren, ist es in den letzten Jahren immer weiter eingeschränkt worden, was massive Auswirkungen hat. Nicht nur, dass durch den Schutz, den sie jetzt erhalten, oft eine sehr enge Frist darauf gelegt ist, wie lange dieser gilt und sie dementsprechend ständig wieder Überprüfungen unterzogen werden. Es ist auch so, dass das natürlich einschränkt, ob sie ihre Familien nachholen können. Das heißt, die Situation derer, die sich hierher aus dem syrischen Konflikt flüchten, ist sehr viel prekärer geworden. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wir wollen nicht über den Konflikt an sich sprechen, das haben Sie gesagt. Und ich möchte dementsprechend hier auch werben. Am 29. Oktober können Sie alle wieder hierher kommen, dann sprechen wir genau darüber. Aber ja, man muss sich vor Augen halten, hier ist eine Veränderung in der deutschen Politik eingetreten, die sich so mit Entwicklungen im Land nicht begründen lässt. Es ist in Syrien nicht sicherer geworden. Unsere Einschätzung dessen, wie lange wir den Schutzsuchenden jedoch Schutz gewähren wollen, das hat sich geändert. Aber es wird ja deutlich weniger gekämpft in Syrien. Also manche Regionen sind ruhiger, weil das Regime dort wieder diese Gebiete kontrolliert. Und daher kommt wahrscheinlich diese Wahrnehmung ja auch in der deutschen Öffentlichkeit. Weniger Kämpfe, mehr Sicherheit. Stimmt das so für Syrien? Es sind weniger Gebiete, in denen gekämpft wird, wobei natürlich jetzt mit dem Nordosten ein Gebiet mit in den Konflikt gezogen worden ist, das bis dahin weitgehend friedlich war. Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, in Idlib sitzen 2 bis 3 Millionen Menschen. Dort geht der Krieg einfach weiter, völlig unvermindert. Geradezu in den letzten Monaten ist nochmal hier, sind die Bombardements angestiegen. Also von einem Ende des Konfliktes bin ich sehr zögerlich zu sprechen. Aber wir müssen natürlich vor allem auch sehen, was uns als friedlich gilt aus der Außenperspektive, weil wir dort keine Luftbombardements sehen, ist keinesfalls sicher. Und das ist ja das, was Flüchtlinge eigentlich bräuchten, um zurückzukehren, egal welche Umfrage man sich ansieht. Sicherheit ist ein zentrales Thema, das eine Mindestanforderung für eine Rückkehrperspektive eigentlich darstellt. Und das haben wir in Syrien nicht, weil die Unsicherheit politisch intendiert ist. Das Regime herrscht mit Angst als einem maßgeblichen Instrument. Und deswegen ist Sicherheit hier zumindest aus Regimeperspektive nicht vorgesehen. Allein im letzten Monat sind über 400 Leute erzwungen verschwunden in diesen Regimegebieten. Also die Ruhe ist eine Friedhofsruhe, bei der eben für diejenigen, die dort sind, keine Sicherheit da ist. Und wir natürlich auch von außen nicht sagen können, wir können guten Gewissens jemanden dorthin zurückreisen lassen oder dorthin schicken, dessen Spur sich dann sofort verliert. Also das Problem ist eigentlich auch das Regime und wie es herrscht, weil nach wie vor die Gefahr besteht, dass Menschen verhaftet werden, wenn sie zurückkehren. Also vor allem, weil sie unter so einer Art Generalverdacht stehen, ne? Viele derjenigen, die hierher geflüchtet sind, weil die sich oppositionell betätigt haben. Ist das genau, richtig? Und es ist auch die große Vielzahl der Milizen und der gangartigen Akteure, die in Regimegebieten weite Teile kontrollieren. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass es dort eine Zentralgewalt gibt, die alles steuert. Klar, da sitzt das Regime mit einem überaus mächtigen Geheimdienst, dem freie Hand gelassen wird, über Bürgerinnen und Bürger zu verfügen und diese zu bedrohen, zu verfolgen und zu töten. Aber neben diesem System gibt es auch eine Zersplitterung der Regimegebiete, bei denen die Regimekontrolle im Prinzip zerfallen ist und verschiedenste Machtakteure da sind, die eben auch erpressen, verfolgen und das ist zum Teil politisch motiviert, durchaus aber auch ökonomisch, dass sie eben sehen, jemand, der die ganze Zeit jetzt beispielsweise in Deutschland war, vielleicht kann man da ein bisschen Geld machen. Also es ist eine Situation, die viele Gefahren für Zivilistinnen und Zivilisten birgt und auch in anderen Gebieten. Also das sind bewaffnete Akteure, diejenigen, die in allen Landesteilen das Sagen haben, bei denen man eben auch wirklich sagen kann, ich sehe kein Gebiet, wo eben man eine Struktur hätte, die eben nicht dominiert ist von Akteuren, die Waffen tragen. Also für Zivilistinnen und Zivilisten ist es einfach keine Option.
Jetzt gibt es ja einen Bericht, einen Lagebericht des Auswärtigen Amtes, der all diese Gefahren eigentlich sehr deutlich beschreibt, ungewöhnlich deutlich eigentlich für einen Bericht des Auswärtigen Amtes. Trotzdem gibt es aber diesen Vorstoß des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, des BAMF, den Schutz weiter zu reduzieren. Das war im Frühjahr hier eine große Angst, die umging unter den Syrern, dass also sie eingeladen wurden, vorgeladen wurden zur Überprüfung ihres Statuses, dass das also weiter runtergestuft wird jetzt zu subsidiärem Schutz oder womöglich am Ende nur noch einem Abschiebestopp. Wie kommt das, Herr Klose? Dass eigentlich Ihr Ministerium oder die Ihnen zugeordnete Behörde das so anders bewertet als das Auswärtige Amt? Zunächst trifft das gar nicht zu, dass es eine unterschiedliche Bewertung gibt. Die Bundesregierung hat eine einheitliche Bewertung zu Syrien und das BAMF richtet die Herkunftsländer Leitsätze immer nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes als die wesentliche Erkenntnisquelle auch ab. Und insoweit gibt es da gar keine Unterschiede. Frau Scheller hat das ja eben auch deutlich gemacht. Das ist ja durchaus eine veränderliche Lage in Syrien, die jetzt natürlich nochmal neue dramatische Wendung genommen hat. Es gilt aber, und das möchte ich voranstellen, seit 2011, glaube ich, den Abschiebestopp nach Syrien. Das heißt, es finden überhaupt gar keine Rückführungen statt und das ist auch nicht absehbar. Die Ministerkonferenz hat sich jetzt erst im Sommer erneut darauf verständigt, das zu verlängern bis zum Ende des Jahres. Und man wird sehen, es wird wieder auf der Tagesordnung stehen. Und wenn sich keine Lageveränderung ergibt, wird das auch so fortbestehen. Aber wie erklären Sie sich dann, was die BAMF-Mitarbeiter davon gemacht haben? Unabhängig. Also erstmal, es findet keine Rückführung statt. Was natürlich stattfindet, ist eine freiwillige Rückkehr, die wir nicht propagieren seitens der Bundesregierung, aber die faktisch stattfindet. Sie sagten eben, man könne sie nicht ausreisen lassen. Das wäre jetzt sehr schwierig, dass wir syrische Staatsangehörige an der Ausreise hindern würden, wenn sie das wollen. Es gibt eben Menschen, die treffen für sich eigenverantwortlich die Entscheidung, zurückzukehren, weil sie Erkenntnisse haben, vielleicht von Bekannten und Verwandten, dass für sie offenbar die Lage nicht gefährlich ist. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ich stelle einfach nur fest, da kehren auch Menschen zurück. In nicht unerheblichen Umfang. Aber wie gesagt, wir betreiben das nicht. Wir fördern das nur insoweit, als auch in dem Bereich der freiwilligen Rückkehrprogramme eine Erstattung in Betracht kommt. Eine andere Frage ist es, wenn Menschen aus Syrien kommen und um Schutz nachsuchen nach Deutschland. Da gibt es eben, und insoweit hat sich die Praxis in der Tat geändert und der Konflikt hat sich aber auch geändert seit der Migrations- und Flüchtlingskrise 2015, dass man die individuelle Bedrohungslage natürlich analysiert, beim einzelnen Verfolgungsschicksal natürlich weiterhin auch Flüchtlingsstatus in Betracht kommt und auch erteilt wird, aber eben vermehrt subsidiär Schutz oder gegebenenfalls Abschiebungsschutz. Das ist einfach dem jeweiligen Einzelfall geschuldet und das ist mehr einfach Anwendung des geltenden Rechts durch das Bundesamt. Aber das wirkt natürlich für die Betroffenen so ein bisschen willkürlich fast, je nachdem, in welchem Bundesland man ist, je nachdem, wie die Verwaltungsgerichte dort entschieden haben, je nachdem, wie die auch entscheiden zu zum Beispiel Wehrdienstverweigerern. Da gibt es ja unterschiedliche Interpretationen. Das eine Bundesland interpretiert das eher als, das ist ein Grund, nicht zurückgeführt zu werden. Andere sagen, ach nö, da kann man jetzt eigentlich wieder hinschicken. Das ist ja die reguläre Armee des syrischen Staates. Also das ist aus Sicht der Syrer, sage ich jetzt mal hier, natürlich so ein bisschen Lotterie. Ne? Wo bin ich? Von wem werde ich vorgeladen? Und was entscheidet der dann? Das hat eben sehr große Unsicherheit ausgelöst unter den Syrern. Ja, es gibt eben nicht den Syrer oder die Syrerin, sondern es gibt ein Individualverfahren. Das heißt, jeder, der im Schutz nachsucht, wird aufgrund seiner persönlichen Schutzgründe dann bewertet und bekommt den im Gesetz vorgesehenen Status. Und insoweit ist es die Frage, ist jemand individuell durch das Regime konkret bedroht, dann wird er natürlich einen Flüchtlingsstatus bekommen. Wenn er als Teil der Allgemeinbevölkerung bedroht ist durch Kampfhandlungen, dann kommt eben subsidiärer Schutz oder ein Abschiebungsschutz in Betracht. Das richtet sich eben stark nach der individuellen Situation und folgt nicht irgendwie einer Masteranweisung, sondern ist im Grunde Ergebnis der Spruchpraxis in vielen tausend Fällen, auch seitens der Rechtsprechung. Vielen Dank. Erstmal auf dieses Thema der freiwilligen Rückkehr in Syrien komme ich nachher mal nochmal zurück, wenn wir da auch für andere Länder drüber gesprochen haben. Ich würde es gerne einmal nach Afghanistan blicken, zusammen mit Herrn Marifat. Afghanistan ist in gewisser Weise einen Schritt weiter, weil Teile des Landes ja schon vor Jahren als sicher erklärt wurden. Wie sicher ist denn jetzt Afghanistan, Herr Marifat? Ganz generell gefragt.
Thank you, Kirsten. Danke, Kirsten. Nun, für diejenigen von Ihnen, die heute Morgen hier waren, da habe ich schon dazu ausgeführt, die politische Sicherheit im Länderkontext nach der jüngsten Veränderung der Entwicklung, die stattgefunden hat in Afghanistan. Ich will das jetzt nicht wiederholen, aber ich möchte noch einige Punkte hinzufügen zu dem, was ich gesagt hatte. Nun, zunächst mal, ich habe heute Morgen erwähnt, dass es einen aktiven Krieg in 33 von 34 Provinzen des Landes gibt und die zwei, also 32 von 34 und die zwei friedlichen sind immer noch mitten in der Konfliktzone, wo es nicht sicher ist. Die Strecken sind nicht sicher. Also zwei Provinzen von 34 im gesamten Land sind sicher. Der Special Investigator ist zu dem Ergebnis gekommen, dass etwa 50% des Landes entweder kontrolliert wird oder im Kampf sich befindet mit den Aufständischen, den Taliban. Darüber hinaus haben wir einen Beteiligten, der in dem Konflikt Schauplatz war. Das ist der Islamikistat, der islamische Staat Daesh. Der islamische Staat wird oft unterschätzt. Der ist viele Jahre unterschätzt worden und ist nicht ernst genommen worden. Wir wissen jetzt, dass es eine ernsthafte Bedrohung ist, die davon ausgeht. Sie operieren auch in den Städten. Verschiedene Angriffe lancieren sie auch in der Hauptstadt Kabul. Sie zielen ab auf Minderheiten im Besonderen, auch in anderen Provinzen außerhalb der Hauptstadt. In den Ostprovinz Nandahar, da ist wirklich der Schauplatz der ISIS Hochpunkt, der Fluchtpunkt gewesen. Das erste Mal, dass wir Gespräche führen und trotz der Warnungen und trotz verschiedener Fälle, wo das erwähnt wurde, ist die Bedrohung nicht ernst genommen worden vor drei Tagen. Erst hat IS einen scheußlichen Angriff gestartet in einer Moschee, wo über 85 Leute getötet wurden und 100 verletzt wurden. Das ist wirklich eine ernsthafte Bedrohung, IS. Wir haben Aussagen, wo wir sie bekämpft hätten oder auch besiegt hätten. Also eine Bombe ist praktisch explodiert auf einen Bahnhof in der Nangarhar-Provinz. Trotz der Tatsache wird das für sicher erklärt. Es ist noch ein langer Weg bis dahin, eine Niederlage einer so mächtigen, stabilen Streitkraft wie der IS, die ja mit anderen terroristischen Netzwerken verknüpft ist, die wir in der Region sehen. In Kabul, in der Hauptstadt, das ist schon vorher mal besprochen worden, die gilt als sicher. Nein, es gibt einen Bericht aus zuverlässiger Quelle, dass über 200 Fälle, Sicherheitsfälle allein dieses Jahr, seit Anfang des Jahres stattgefunden haben, also Anschläge. Einer Anschlag war auf eine humanitäre Institution. Das ist die Situation, mit der wir derzeit zu tun haben in unserem Land. Ich würde sicherlich sagen, dass es nicht wörtlich einen einzigen sicheren Ort gibt, wo man heute Abgeschobene hinschicken könnte, wo sie ohne Risiko ihres Lebens leben könnten, ob das in städtischen oder in ländlichen Gebieten sei. Wir haben vorher von ländlichen Gebieten gesprochen, wo dieser Konflikt im Wesentlichen stattgefunden hat. Nun, er hat sich ausgeweitet in die Städte inzwischen, im Wesentlichen für solche Kampagnen, die die Terroristennetze führen, wie die Taliban. Sie bekommen da mehr Aufmerksamkeit und deswegen finden mehr Attentate in den Städten statt. Sehr regelmäßig Afghanen. Also die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist, glaube ich, dass vor allem Afghanen abgeschoben werden, weil es immer ganz große Kampagnen gibt seitens der Zivilgesellschaft, um genau das zu verhindern. Tatsächlich gibt es 257.000 Afghanen in Deutschland, von denen 19.000 ausreisepflichtig sind. Und bis April diesen Jahres sind 565 Afghanen abgeschoben worden, was dann wieder eine sehr kleine Zahl ist. Das sind aber, jede Abschiebung ist ein Drama tatsächlich auch, gerade im Falle von Afghanistan angesichts der Lage, die diese Menschen erwartet. Was passiert denn mit diesen Abgeschobenen? Was passiert, wenn die in Kabul aus dem Flieger steigen?
Nach unseren Untersuchungen ist es so, dass einige dieser Daten, die ich heute Vormittag schon vorgestellt habe, zeigen, dass viele nicht wirklich dorthin zurückgehen, wo sie herkommen. Andere gehen entweder zur Hauptstadt oder einer anderen Stadt und wieder andere gehen woanders hin, nach Iran, in ein anderes Land. Und manche von ihnen sind nach Europa gekommen, aber sie sind eigentlich ursprünglich gar nicht aus Afghanistan, sondern haben in Afghanistan längere Zeit gelebt. Gerade durch die Sanktionen gegen Iran und andere Länder sind viele Leute damals nach Afghanistan gekommen und von dort aus dann weiter nach Europa gegangen. Und die müssen dann zurückgehen, wo ihre Familien leben, dort, wo sie aufgewachsen sind. Und ich muss sagen, dass in Afghanistan verfügen sie nicht über das Netzwerk, das sie brauchen. Und ein soziales Netzwerk ist ganz wichtig, um in unserem Land überhaupt überleben zu können. Wenn diese Leute hierher zu uns kommen, keine Verbindungen haben, keine Netzwerke haben, dann können sie in diesen schwierigen Situationen gar nicht überleben. Das heißt, sie müssen dorthin zurückgehen, wo sie von ihren Familien Unterstützung bekommen können. Und ich möchte hier auch Folgendes erwähnen. Die Abgeschobenen, das sind oftmals Gemeinden, die am höchsten verschuldet sind. Wir haben mal die Kosten untersucht, die verursacht werden, wenn man 40 Leute abschließt. Das ist fast eine halbe Million Dollar, die sie ausgegeben haben, um überhaupt nach Europa zu kommen. Und das ist 17 Mal mehr als das Pro-Kopf-Einkommen im Lande. Und die zusätzlichen Kosten, diese hohen Kosten, die sie bezahlt haben, sind dann extra noch 40.000 Dollar. Das heißt, sie haben ihr gesamtes Leben gearbeitet, um diese 40.000 Dollar bezahlen zu können. Manche haben ihr Hab und Gut verkauft, um nach Europa zu kommen. Und jetzt ist es so, dass sie zu den am höchsten verschuldeten Personen gehören. Und 78% der Menschen, die wir untersucht haben, die zurückgegangen sind aus Europa, sind arbeitslos. Und nur 77% waren überhaupt in der Lage, sich einer unabhängigen Arbeit nachzugehen. Und sie haben eigentlich wirklich keine Chance, wirklich Arbeit zu finden. Es gibt Risiken für ihr Leben. Das heißt, sie müssen dann weitergehen nach Iran, nach Pakistan. Und manche haben auch gesagt, sie werden einfach versuchen, wieder nach Europa zurückzukommen. Sie sagen, dass nicht wirklich klar ist, weshalb sie überhaupt nach Afghanistan gekommen sind. Niemand hat ihnen erklärt, weshalb sie dorthin abgeschoben wurden. Und manche sagen, das war ein Fehler. Vielleicht wird das herausgefunden, wenn sie wieder zurückgehen. Und wir haben einige von ihnen an den Flughäfen getroffen und sie haben gefragt, wo ist die deutsche Botschaft? Wo ist die norwegische Botschaft? Ich möchte dorthin gehen und sagen, es ist ein Fehler gewesen. Ich wurde von der Polizei in Haft genommen, deportiert und das war nicht korrekt. Und wir sagen ihnen dann, nein, du bist jetzt in Afghanistan, du kannst nicht mal auf einen Kilometer dich an die Botschaft heranwagen, denn dort gibt es eine Mauer darum, niemand kann dich dort empfangen oder hinbringen. Sie sind oftmals total schockiert und es dauert 2-3 Wochen oder einen ganzen Monat, bis sie überhaupt verstehen, dass es keinen Weg zurück gibt. Diese eindrucksvolle Schilderung, auch aus so einer persönlichen Perspektive heraus, man hat ja auch den Eindruck, wenn man das als in Deutschland verfolgt, dass immer die Falschen abgeschoben werden. Ja, gerade im Falle von Afghanistan, es werden die abgeschoben, die eine Adresse haben, eine Meldeadresse, die einen Lehrbetrieb haben, wo man sie findet, die man an der Berufsschule finden kann oder auch mal im Krankenhaus bei ihrer schwangeren Frau, hat es auch schon gegeben. Und es entsteht der Eindruck, dass eben bei diesen ganzen Abschiebungen persönliche Härten, also Familienangehörige oder eben auch Integrationsleistungen, wie zum Beispiel eine begonnene Lehre, gar nicht so sehr beachtet werden und eben stattdessen einfach nur bürokratisch und formal juristisch korrekt, also die sind korrekt, die Entscheidung, dass die einfach durchgesetzt werden, weil eine Quote erfüllt werden muss. Ja. Wir wollen möglichst hohe Abschieberaten und wenn ich den Afghanen in seinem Lehrbetrieb finde, dann wird er eben im nächsten Flieger sitzen. Das ist natürlich sehr frustrierend, vor allem für die ganzen vielen ehrenamtlichen Communities, mit denen ich auch im Gespräch bin und die immer wieder sagen, warum schaffen wir es nicht, die Straftäter oder diejenigen, die sich durchschmuggeln, hier abzuschieben. Wir schieben genau
genau die Leute ab, die jetzt der bayerische Mittelstand hier gerade in die Leere gebracht hat, ja, unter großen Mühen durch den bürokratischen Dschungel in Deutschland. Herr Kloß, warum können wir da nicht flexibler sein, menschlicher und auch effektiver, weil ein Afghan, der gerade zum Pfleger ausgebildet wird, abzuschieben, macht wenig Sinn, wenn unser Gesundheitsminister nach Mexiko fliegt und dort irgendwie Anwerbeabkommen machen will für Pflegekräfte. Das ist so ein bisschen widersinnig. Ja, ich kann das Narrativ verstehen, was Sie hier verbreiten wollen, nur es stimmt nicht. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir hatten ja auch aufgrund des Sicherheitsvorfalls an der deutschen Botschaft eine Beschränkung auf Straftäter, Gefährder und Identitätstäuscher. Und für viele Bundesländer, die wenden das weiterhin an. Also der Schwerpunkt der Personen, die rückgeführt werden, sind in der Tat meist auch straffällig geworden in Deutschland. Das ist insoweit eine Priorisierung, die von den Bundesländern vorgenommen wird. Und die andere Gruppe, die Sie bezeichnet haben, sozusagen die gut Integrierten, da hat der Gesetzgeber eben auch Möglichkeiten durch die Ausbildungsduldung geschaffen. Und jetzt auch, das kommt dann ja auch mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, gleichzeitig tritt ja auch in Kraft die Beschäftigungsduldung und die Erweiterung der Ausbildungsduldung, sodass durchaus Integrationsleistungen hier auch Anerkennung finden können. Es gab ja auch schon vorher auch Möglichkeiten, gerade auch für Afghanen, die keinen Status haben, das muss man ja auch sagen. Die Anerkennungsquote hat sich ja auch verändert. Es war ja so, dass wir Anerkennungsquoten eher um die 70% hatten. Die sind jetzt gesunken auf 40%, dass diese ganzen Menschen hier ihren Schutz bekommen und selbstverständlich dem Arbeitsmarkt auch zur Verfügung stehen und sich einbringen können und sich integrieren sollen. Diejenigen aber, und das muss doch auch irgendwo ein gesellschaftlicher Konsens bleiben, die in einem rechtsstaatlichen Verfahren individuell eben auch gerichtlich bestätigt, dann keinen Bleiberecht in Deutschland haben, sind ausreisepflichtig. Und das ist auch keine Überraschung. Es tut mir leid, das ist keine Überraschung. Man bekommt Bescheide, die werden auch einmal erläutert, auch durch den Rechtsbeistand. Das ist ein Verfahren, das sich über 2-3 Jahre hinzieht, gegebenenfalls. Man weiß, dass man ausreisepflichtig ist. Wir bieten auch Rückkehrberatung an für die freiwillige Ausreise, die wir auch propagieren wollen. Und insoweit kann das wenig überraschend sein. Wenn es dann tatsächlich mal kommt, ist es natürlich insoweit überraschend, dass die Rückführung eher in homöopathischen Dosen stattfinden, gemessen in der Tat an der Zahl von mittlerweile über 20.000 ausreisepflichtigen Afghanen. Und wir sehr sorgfältig und auch, glaube ich, sehr behutsam mit dieser Problematik umgehen, auch aufgrund der großen Öffentlichkeit hier. Wir stehen unter Beobachtung. Wenn ich sage wir, meine ich die Vollzugsbehörden der Länder, denn eigentlich handelt es um Vollzugsaufgaben der Bundesländer, die wir als Bund auch unterstützen, aber engstens kontrolliert, ständig über einstweiligen Rechtsschutz bis hoch zum Bundesverfassungsgericht. Gericht agieren wir und soweit setzen wir das Recht auch um. Und bei der Ankunft ist es ja nicht so, dass wir die dann auch einfach dort sozusagen aus dem Flugzeug bitten, sondern es gibt eben Möglichkeiten auch der Unterstützung auch für Rückgeführte dort. Es wird dort in Empfang genommen, psychosoziale Betreuung. Das Flüchtlingsministerium ist vor Ort, IOM ist vor Ort, es wird Unterstützung gegeben, auch zur Weiterreise in die Herkunftsregion. Also es ließe sich dazu noch viel ergänzen, aber im Grunde im Vergleich zu anderen Ländern, mit denen wir andere mich gar nicht gemein machen will, ja, wenn ich sehe, die Nachbarländer fahren eine ganz andere Rückkehrpolitik gegenüber Afghanistan und mit wem ich mich auch nicht gemein machen möchte, ist die Türkei, die innerhalb weniger Wochen 20.000 Personen rückgeführt hat. Das ist alles nicht unser Politikansatz. Wir möchten die Menschen, die ausreisepflichtig sind, zur freiwilligen Ausreise motivieren und eben auch als letztes Mittel, insbesondere prioritär für Straftäter und Gefährder, eben auch die Rückführung ermöglichen. Und das ist rechtlich erlaubt. Wobei die Unterstützung, die die Bundesregierung den Afghanen vor Ort bietet, ja nicht durch ein eigenes Beratungszentrum möglich ist, weil aus Gründen ja die Bundesregierung dort kein Beratungszentrum einrichten kann in Kabul. Das sagt ja auch einiges über die Sicherheitslage, wie man sie für die eigenen Staatsbürger dann einschätzt. Ja, aber das ist genau der Unterschied. Ich war das letzte Mal im Juni in Kabul gewesen. Natürlich fahre ich dort gesichert herum. Ja, das ist gar keine Frage, weil ich dann gegebenenfalls Ziel auch als Mitglied der internationalen Community bin und eben nicht ein ganz normaler Afghane. Da leben ja 30 bis 34 Millionen Menschen in Afghanistan. Es ist ja nicht so, dass überall flächendeckend hier der Konflikt wäre. Das muss man vielleicht auch nochmal gerade stellen. Sondern
Und im Juni war das natürlich auch alles noch insoweit positiver, als ich dann die Zahlen von UNAMA zitiert hätte, wenn ich mich aufs erste Halbjahr bezöge. Und da war eben die Opfer der zivilen Gewalt deutlich niedriger, wieder auf einem Niveau von 2012 und 2013. Aber, das Aber kommt jetzt im letzten Quartal, das ist natürlich, beobachten wir auch sehr intensiv, dass wir natürlich im Zuge der Präsidentenwahlen und natürlich auch des gescheiterten Verhandlungsprozesses mit den Amerikanern eine deutliche Zunahme von derartigen Anschlägen haben und natürlich bedauerlicherweise gerade im Bereich der Verletzten auch viele Zivilisten davon betroffen sind, sodass wir ähnliche Zahlen auf ähnlichem Niveau sind wie jetzt 2015 und 2016. Da müsste ja dann eigentlich der Lagebericht des Auswärtigen Amtes oder eben die Einschätzung der Bundesregierung auch angepasst werden an eine solche veränderte Sicherheitslage. Ja, wenn Sie den aber lesen, da steht da drin, dass die Sicherheitslage volatil ist. Also das ist ja genau der Punkt. Und es gibt, und was Sie anfangs sagten, ja, das ist aber genau der Punkt. Und es lässt sich eben nicht, das haben wir auch nie behauptet, dass es die sichere Herkunftsregion gibt. Aber für den individuellen Fall kann es sichere Gebiete geben. Das wird individuell ermittelt. Und natürlich ist es potenziell in Panjshir oder in Bamiyan sicherer als in, was weiß ich, Kandahar oder anderen Gebieten. Das ist einfach ein regionale Unterschiede, die lassen sich auch festmachen, auch statistisch. Aber natürlich wird das vor dem Hintergrund des Einzelfalls geprüft, welche Ethnie hat er, welche Religionszugehörigkeit. Und das spielt bei dieser Prüfung natürlich auch eine maßgebliche Rolle. Ja, jetzt sind wir uns wahrscheinlich alle zumindest darin einig, dass Abschiebungen schwierig durchzusetzen sind, dass sie sehr teuer sind, dass sie eigentlich wenig wünschenswert sind, weswegen es ja jetzt den neuen Fokus gibt auf die freiwillige Rückkehr oder besser eine unterstützte Rückkehr, wie andere das bezeichnen, mit Beratung und mit materiellen Anreizen. Das ist noch nicht ganz erfolgreich bisher, jetzt wenn man nur mal die Zahlen betrachtet. Also die Rückkehrerzahlen sinken ja eigentlich in den letzten Jahren, sind nicht mehr geworden. Es sind 240.000 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig und 2018 sind 16.000 Zugewanderte freiwillig in ihre Herkunftsländer zurückgegangen. Und das BMZ hat ein Programm aufgelegt, Perspektive Heimat. Darüber ist heute bestimmt auch schon viel gesprochen worden. Aber Herr Braune, Sie können vielleicht noch mal kurz darlegen, was ist die Idee hinter diesem Programm? Ja, danke. Mache ich gerne. Unser Ansatz ist, dass Reintegrationsarbeit im Herkunftsland, wenn es ein Entwicklungsland ist, eine Aufgabe Entwicklungszusammenarbeit ist, weil das Maßnahmen erfordern, die wir traditionell in der Entwicklungszusammenarbeit machen. Berufliche Qualifizierung, Unterstützung bei der Arbeitssuche, Unterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens, aber auch soziale Unterstützung oder psychosoziale Unterstützung. All das sind Maßnahmen, die nicht in einer einmaligen Finanzierung durchgeführt werden, sondern eben einen längeren Prozess erfordern. Und deswegen ist das etwas, was wir in unserem Aufgabenkanon verorten. Das ist das eine, was ich vorweg schicken will. Also das, was Sie sich angucken, wenn Sie sich eine Reintegrationsmaßnahme angucken würden, unterscheidet sich eben nicht wesentlich von dem, was wir mit der lokalen Bevölkerung tun. Und so ist unser Programm Perspektive Heimat auch ausgelegt, dass wir immer lokale Bevölkerung in unseren Maßnahmen haben und Rückkehrerinnen und Rückkehrer. Übrigens nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Drittländern, in Afghanistan, eben natürlich aus Iran und Pakistan und in anderen Ländern, zum Beispiel jetzt in Westafrika, wo ich kürzlich war, sind in unseren Maßnahmen auch sehr viele Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Libyen, sodass wir nie eine ausschließlich für Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Deutschland angelegte Maßnahme aufbauen. Diese Reintegrationsmaßnahmen müssen aber, um erfolgreich zu sein, Strukturen haben. Und dazu brauchen wir auch wieder klassisches entwicklungspolitischer Ansatz, staatliche Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. In Nordafrika sind das zum Beispiel die Arbeitsministerien, die also schon so eine quasi Arbeitsverwaltung haben und Arbeitsvermittlung. In Tunesien ist das der Partner Aneti, in Marokko ist das die ANAPEC, wo Sie kürzlich waren. In anderen Ländern suchen wir andere Partner, weil es eben andere Voraussetzungen gibt. In Westafrika gibt es eben nicht so eine Arbeitsvermittlung, mit denen wir da zusammenarbeiten können, sondern dann sind das nur die ministeriellen Strukturen. Aber
Wir suchen ja auch immer einen Ansatz, strukturbildend tätig zu sein. Und deswegen ist dieser staatliche Partner für uns eine wichtige Voraussetzung. Und wir auch ergänzen, ebenso wichtig, zivilgesellschaftliche Partner, weil die gerade Angebote machen können, die, ich sag mal, jenseits der ganz klassischen Berufsbildung und Qualifizierung liegen. Ja, wenn wir über soziale Reintegrationsangebote reden, was ich gerne auch konkretisieren kann, dann tun wir das in der Regel mit zivilgesellschaftlichen Partnern. Und dritter Punkt, warum wir unterwegs sind in dem Thema Rückkehr und Reintegration, ist ein so komplexer Vorgang, dass kein Partner oder keine Organisation das alleine kann. Auch nicht die IOM, auch nicht das BAMF, auch nicht das BMZ, selbst nicht die GIZ, würde ich sagen. Also wir brauchen Netzwerke für erfolgreiche freiwillige Rückkehr und nachhaltige Reintegration. Wir sprechen auch bildlich von Baden-Württemberg bis Banjul, eine Rückkehrkette zu bilden. Der Begriff ist umstritten, aber ja, das geht los von der Erstaufnahme vom Regierungspräsidium in Freiburg, die jetzt bei dem Thema Gambia, Baden-Württemberg einmal zu bleiben als Beispiel, die für die Erstaufnahme zuständig sind. Und der nächste Schritt ist schon zum Regierungspräsidium Karlsruhe, die für die Rückkehr zuständig sind. Dann müssen wir natürlich mit den Landesministerien sprechen. Wir müssen dann mit dem BAMF reden. Wir müssen mit dem BMI reden. Und dann hat noch keiner das Ländle verlassen. Dann reden wir also mit den staatlichen Partnern in Gambia. Dann reden wir über, jetzt, wenn wir an unser Projekt gucken, der Europäischen Union, die kofinanzieren. Und dann sind wir irgendwann in dem schönen Berufsschulzentrum in Manzakonko, was wir jetzt aufgebaut haben, wo wir für lokale Bevölkerung und für Rückkehrer Berufsqualifizierungen für Solartechnik und Landmaschinenbau anbieten, damit Leute da eine Qualifizierung und anschließend eine berufliche Perspektive haben. Und das ist dann am Ende dieser langen Kette ganz klassische Entwicklungszusammenarbeit. Aber die Idee ist eben schon, dass man Leute zurückführt und Leute dann mit den Beratungszentren vor Ort eigentlich dort hält, wo sie sind. Also die Vorstellung von Migration ist eigentlich eine eher negative. Also Migration. Da muss ich gleich widersprechen. Ja, bitteschön. Genau. Nee, wir sehen Migration weder als an sich positiv noch an sich negativ, sondern Migration ist erstmal ein soziales Phänomen, was sowohl positiv als auch negativ sein kann. Und es kommt aus meiner Sicht ausschließlich darauf an, wie es gestaltet ist. Wir sind nicht dazu da, Migration zu verhindern, ganz wichtig, sondern wir sind dazu da, zu Migrationsmöglichkeiten zu beraten in unseren Beratungszentren. Deswegen reden wir auch von einer 360-Grad-Beratung. Es sind auch keine Rückkehrzentren mehr, sondern das sind Zentren, die zu legalen Migrationsmöglichkeiten beraten, die aber auch zu Bleibeperspektiven beraten und die natürlich auch zu den Risiken von irregulärer Migration beraten. Und das ist ein sehr, wie ich finde, ganzheitlicher Ansatz. Das ist jedenfalls unser Anspruch, den so zu haben. Herr Kickeritz, jetzt ist ja eigentlich die Aufgabe von Entwicklungspolitik ursprünglich nicht, die Rückführung von Migranten zu erleichtern oder zu unterstützen. Was würden Sie sagen, stellt sich das BMZ jetzt da mit der Umsetzung auch durch die GIZ nicht in den Dienst einer, in dem Fall dann restriktiven Migrationspolitik? Wie würden Sie das beurteilen? Ja, genau so würde ich es beurteilen. Es ist natürlich eine restriktive Migrationspolitik. Das ist völlig richtig, aber das BMZ und auch die Strategen hier in der Regierung, die brauchen sich nicht einbilden, dass sie tatsächlich über diese Maßnahmen tatsächlich Erfolg haben können. Wenn Sie sagen, also Sie beraten auch legale Migrationswege, Sie stellen die dar, da sind Sie immer im Senegal war ich und in Marokko, da sind Sie in kürzester Zeit fertig, weil nämlich diese legalen Migrationswege sind so limitiert, ja, und diejenigen, die tatsächlich über eine legale Struktur nach Deutschland oder Europa kommen könnten, die brauchen diese Einrichtung nicht, weil die finden diese auch so. Also insofern frage ich mich wirklich, was hier diese Beratung soll. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich auch diese Berufsausbildung jetzt durchaus als positiv bewerten können. Ich habe mir solche Beratungszentren in Marokko und im Senegal angeschaut. Es waren nur Leute aus
der Heimat dort, also nicht aus Deutschland, keine Rückkehrer. Die konnten mir also niemanden zeigen. Man sagte mir, es gäbe sie. Aber an dem Tag, wo ich da war und man wusste, dass ich komme, rechtzeitig, waren sie nicht in der Lage, das jemanden zu zeigen. Aber dann habe ich mich dann schon auch erkundigt, wie denn so eine Ausbildung läuft. Ja? Also ich will jetzt diese Ausbildungsleistung nicht schlecht machen. Aber das sind allereinfachste Tätigkeiten, die dort ausgebildet werden. Man muss sich das vorstellen, in der Kürze der Zeit, ich weiß ja nicht, wie lange Sie glauben, dass man für einen qualifizierten Beruf Ausbildungszeit braucht. Also wenn ich die deutschen Verhältnisse nehme, dann wissen Sie, so 2,5, 3,5 Jahre, dann haben Sie eine gute Ausbildung. Ist dort wahrscheinlich auch nicht, ist völlig unrealistisch, das zu erwarten. Aber mehr als 2 Monate, 3 Monate läuft sowas nicht. Und dann habe ich auch den Eindruck gehabt, dass es eigentlich weder eine Ausbildung ist, sondern lediglich Beratung. Also da haben wir Leute kennengelernt, die einen Friseurladen aufgemacht haben. Waren Sie schon mal in Afrika? Da gibt es tausende von Friseuren und alles ohne unsere Beratungszentren. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Ja? Oder sie lernen dort jemanden kennen, der eine kleine Ziegenzucht aufmachen will. Ja, da müssen wir aus Deutschland kommen und investieren, damit die eine Ziegenzucht aufmachen können. Oder einer, der eine Hühnchenfarm machen will. Ja, da ist eine enorme Nachfrage da. Ich finde es gut, wenn hier solche Angebote kommen. Aber wissen Sie, das sollte man machen. Und das hat mit freiwilliger Rückkehr oder mit dem, was Sie hier, Perspektive Heimat, eigentlich nichts zu tun. Das könnte man machen. Wesentlich billiger und günstiger machen. Aber vielleicht noch mal kritisch nachgefragt auch. Also das Problem ist eher die Migrationspolitik und vielleicht weniger die Rückkehrberatung, zumindest in manchen Ländern, für die von Anfang an überhaupt keine Bleibeperspektive besteht, weil Deutschland eben Migration so definiert, dass man also zum Beispiel aus Senegal oder auch aus Ghana, das sind sichere Herkunftsstaaten per Definition. Das heißt, wer hier illegal ankommt, hat definitiv überhaupt keine Chance zu bleiben. Das heißt, unser Problem ist ja, dass diese jungen Männer jetzt monatelang in einem Ankerzentrum in Bayern rumhängen. Ja? Und da macht es dann vielleicht doch Sinn zu sagen, jetzt rede ich mal gleich am Anfang schon mit diesem jungen Mann und überleg mir, was kannst du, was willst du, haben wir da irgendeinen Plan, wie können wir dir helfen, wieder zurückzukommen und dort was zu werden, statt dass du hier einfach nur Zeit vergeudest. Also es kann einzelne Länder geben, wo eine solche Beratung hier Sinn macht. Aber obwohl es wünschenswert wäre, dass wir sie nicht brauchen, weil wir schon von vornherein in diesen Ländern mit den Menschen geredet haben und wir andere legale Möglichkeiten der Migration geschafft hätten. Das ist aber das Kernproblem, oder? Dass es keine reguläre Migration vorgesehen ist aus solchen Ländern, es sei denn, man studiert in Deutschland oder man heiratet eine Deutsche oder einen Deutschen oder, was gibt's noch, vielleicht demnächst wird es besser durch das Zuwanderungsgesetz, also das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Aber ist eben nicht eigentlich das Problem die Migrationspolitik, die restriktiv ist per Definition und weniger die GIZ-Mitarbeiter, die jetzt versuchen, tatsächlich völlig aussichtslose Fälle von Anfang an zu beraten, um denen individuell eine Chance zu vermitteln? Ja, das versucht ihr ja gerade zu erklären. Das ist das ganz große Problem, das wir haben. Ja? Und was, wenn Sie jetzt fragen, was die Aufgabe von der Entwicklungspolitik ist, die ist sicherlich nicht darin definiert, dass wir die Leute zurückschicken. Also wenn sich die Bundesrepublik Deutschland in der Mehrheit entscheidet, dass wir eine ganz starke Rückführungspolitik betreiben, dann kann man darüber diskutieren. Aber es kann nicht sein, dass hier Gelder aus dem entwicklungspolitischen Bereich zweckentfremdet werden, weil das fehlt uns im Prinzip, um in den Entwicklungsländern tatsächlich vernünftige Strukturen aufzubauen. Das A und O ist natürlich auch, dass legale Migrationswege fehlen. Darum habe ich ja gesagt, die Beratung dauert immer nur 2 Minuten oder 5 Minuten, was dieses angeht, weil es die eigentlich nicht gibt. Und da sollte die Bundesregierung schon auch endlich mal dazu übergehen und legale Migrationswege schaffen. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so schwierig. Herr Braune, Sie wollten darauf. Ja, ich wollte die Gelegenheit nutzen, Sie, Herr Kickert, zu fragen, wer es denn sonst machen soll, die Reintegrationsarbeit. Wissen Sie, ich kann mir ja gut vorstellen, dass die Bundesregierung ein Problem hat damit. Hier sind Menschen, die wir wieder loswerden wollen.
Und jetzt gehen wir her und sagen, die Entwicklungszusammenarbeit soll das machen. Ich bin der Meinung, dass da ganz andere Ansätze notwendig sind. Wir könnten ja zum Beispiel uns mal überlegen, warum kommen denn so viele Menschen her? Was haben wir in den letzten 60 Jahren im Entwicklungsbereich tatsächlich Positives geleistet, damit die Menschen dort vor Ort eine Perspektive haben? Und das andere ist natürlich, je weiter entwickelt ein Land ist, desto mehr Migration wird es geben. Die jungen Menschen wollen einfach, wie in Deutschland auch, das Land verlassen. Mal nach Amerika, nach England, nach Frankreich gehen und gucken und sich dort ausbilden, weiterentwickeln und die gehen dann auch wieder zurück. Das nennt man dann die zirkuläre Migration. Das ist doch eine ganz positive Sache. Aber da blockieren wir vollkommen. Und wenn man sich dafür entscheidet, das tatsächlich zu machen, dann bitteschön nicht auf Kosten der Entwicklungspolitik. Wir haben das 07-Ziel seit 1960 oder 62, seit 40 Jahren, Entschuldigung, 70er Jahren versprochen. Das erreichen wir nicht. Und wir erreichen das, es wird jetzt, wir sind jetzt bei 0,5, aber wenn natürlich da Gelder rausgehen, um die Rückführung letztendlich zu organisieren, dann sind wir wieder auf einem wesentlich niedrigeren Niveau und werden das 0,7-Ziel nicht erreichen. Herr Braune. Ja, also ich muss ganz viel klarstellen, wir organisieren keine Rückführung. Das Rückführung ist, wenn wir im technischen Begriff bleiben, die Abschiebung, das macht der Kollege. Das macht das Innenministerium, die Regierung. Wir sind zuständig für Reintegrationsmaßnahmen. Ja, wir reden jetzt ja über den Entwicklungsetat. Wir sind zuständig für Reintegrationsmaßnahmen, die, und da will ich nochmal, also mir meine Frage selber beantworten, die dauerhafte Maßnahmen vor Ort sind, die im klassischen Spektrum der Aufgabe der Entwicklungspolitik liegen. Das ist Berufsqualifizierung, das ist Unterstützung bei der Unternehmensgründung. Sie haben das eben so unterhaltsam dargestellt. Jede Unternehmensgründung kann scheitern. Die Erfolgsaussichten sind besser, wenn es einen Businessplan gibt und eine qualifizierte Finanzierung. Das ist das, was wir anbieten. Und nochmal, ich sehe das als eine entwicklungspolitische Aufgabe. Im Übrigen muss ich auch noch einen Satz dazu sagen. Das ist, da will ich gerne den Kollegen Kloß auch nochmal zitieren. Das ist im Wesentlichen ein Ausfluss geltenden Rechts, dass Menschen auch wieder in ihre Heimat zurückgehen, wenn sie hier keinen Anspruch haben, bleiben zu können. Und dann bleibt die Frage, kümmern wir uns um sie, wenn sie diesen Weg antreten, oder lassen wir sie alleine? Und der entwicklungspolitische Ansatz besteht darin, sich darum zu kümmern, dass diese Rückkehr eine erfolgreichere Reintegration ist. Es ist sehr leicht, solche Programme, sagen wir, auch kaputt zu reden und zu sagen, das ist alles Mist. Aber für uns ist es eine wichtige Aufgabe und normal, die wir eben auch verbinden mit der Arbeit für mehr Bleibeperspektiven, wie wir das nennen. Und insofern habe ich da entwicklungspolitisch überhaupt kein Problem. Frau Scheller, also, Sie wollten ganz kurz, Frau Scheller wollte noch was sagen dazu, glaube ich. Oder wollen Sie direkt darauf eingehen? Ja, das selbstverständlich will ich da direkt eingeben. Seit wann gibt es denn dieses Programm? Das gibt es nach 2015, ist es kreiert worden. Ist schon merkwürdig, dass wir so eine Migrationswelle hatten, jetzt sage ich mal Welle, wie 2015. Und dann kommt plötzlich das BMZ drauf und sagt, aha, genau das ist das, was entwicklungspolitisch notwendig ist. Ich kann Ihnen sagen, ich war selbst in Afrika, habe 2 Jahre lang Entwicklungspolitik, nicht Politik, sondern war als Entwicklungshilfe vor Ort, so hieß es damals noch, und ich habe in Klassen unterrichtet. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, das ist einfach wichtig, wenn die lesen und schreiben und Mathematik lernen. Aber dieses hat man damals ganz schnell eingestellt mit dem Argument, was soll das eigentlich? Da kommen deutsche Experten und unterrichten dort 30, 40 Schüler. Das hat mit Strukturaufbau nichts zu tun. Und jetzt frage ich Sie, wo ist denn tatsächlich der strukturelle Aufbau? Ich habe manchmal den Eindruck, dass hier die Entwicklungspolitik plötzlich dazu übergeht, einen Schüler rauszugreifen und dem Nachhilfe zu geben. Und da glaube ich, dass man das schon mal hinterfragen muss, ob das wirklich ein entwicklungspolitischer Ansatz ist. Ich will ja gar nicht abstreiten, dass es für das Individuum durchaus sinnvoll sein kann, wenn der da mal 3 Monate gefördert wird und dann tatsächlich auch in Arbeit kommt. Aber es ist die Frage, ob das über diese Maßnahmen, die ja
an Kosten nicht mehr zu übertreffen sind, ob das sinnvoll ist. Und das habe ich am Anfang auch gesagt. Es gibt da wahrscheinlich auch ganz andere Methoden. Die Friseurinnen und Friseure bilden sich in Afrika seit Jahrzehnten aus. Da braucht es also keine Beratungszentren aus Deutschland. Frau Scheller. Ja, ich wollte noch mal eingehen auf die Ausreisepflicht, die hier ja schon mehrfach zitiert wurde. Ja, die gibt es. Es gibt aber auch ein Recht auf Asyl und ein Recht auf Schutz. Und das, finde ich, ist keinesfalls ähnlich hinterlegt wie diese Ausreisepflicht. Also, dass man jetzt sieht, es befinden sich Leute an einem Ort, an dem sie Schutz bedürfen, aber sie können von dort überhaupt nicht legal hierher kommen. Das ist ein Problem, dem man sich vielleicht auch mal widmen müsste, wenn man darüber nachdenkt, dass man Ausreisen organisieren kann. Sollte man vielleicht auch sehen, wie kann man legale Einreisen für Schutzbedürftige überhaupt hier in größerem Stile ermöglichen, denn es gibt diesen Bedarf. Und da denke ich auch, wir sind sehr stark in dieser Frage jetzt, was kann Entwicklungspolitik leisten? Ist sie das Allheilmittel? Ist sie falsch gemacht und deswegen funktioniert das nicht? Aber darüber geht meiner Ansicht nach zu stark unter, dass Migration eben eine andere Sache oft ist als Flucht. Flucht vor Notwendigkeiten, die einem aufgezwungen werden. Man sucht Schutz, man fürchtet um sein Leben und begibt sich deswegen hierher. Ist eine ganz andere Sache, wie wir darüber nachdenken müssen, wie wir diesen Schutz gewähren und ob da, also da können Nützlichkeitsaspekte ja sozusagen gar keine Rolle spielen. Wie nützlich ist es? Ist es eine Pflegekraft, die da vielleicht gerade Schutz sucht? Können wir die hier gebrauchen? Also das ist für uns eine Debatte, die wir so nicht führen können. Und diese Menschen werden wir auch nirgendwo halten können, ob wir das wollen oder nicht, indem wir da so einige Maßnahmen treffen, also Fluchtursachen zu bekämpfen. Das wird meiner Ansicht nach in den letzten Jahren sehr stark in das Feld der Entwicklungspolitik geschoben, so als könne man damit eben sehr große Dinge bewegen. Ich denke, wir sollten viel mehr darüber nachdenken, nicht was haben wir entwicklungspolitisch falsch gemacht, sondern was haben wir insgesamt politisch falsch gemacht, dass wir so viele Kontexte haben, aus denen Menschen nichts anderes übrig bleibt, als zu fliehen, die wir auf Boote über das Mittelmeer zwingen, die wir in die Illegalität zwingen, indem wir ihnen nicht die Tore öffnen, obwohl klar ist, sie fliehen nicht, weil sie vielleicht keine Anstellung in ihrem Land finden, sondern weil sie dort verfolgt werden, individuell oder auch als Gruppe und weil sie gar nicht wissen können, vielleicht ob sie auf einer Liste stehen, weil es überhaupt nicht voraussehbar ist, wie man auf den Horizont der staatlichen Mordmaschinerien in manchen Staaten, wie eben auch Syrien, kommt. Vielen Dank. Also das war natürlich auch... Vielen Dank. Das war vorhin auch der Versuch, mal ganz klar zu trennen. Also wir reden hier nicht vom Recht auf Asyl, weil Menschen, die individuell verfolgt sind, das ist gar nicht strittig hier, dass solche Leute natürlich völlig unabhängig davon, ob sie nützlich sind, für uns hier Schutz kriegen sollen. Und Deutschland mit der Vergangenheit, die wir haben, ist da sicher gut beraten, an diesem Recht auf Asyl überhaupt nicht zu rütteln und das auch nicht zu vermischen. Und da sind wir beim eigentlichen Drama, dass nämlich auch Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten, also aus Ländern, die eigentlich demokratisch gewählte Regierungen haben etwa, hier einen Asylantrag stellen müssen. Und das ist ja das völlig Sinnlose unserer Migrationspolitik, die eigentlich im Grunde jeden zwingt, illegal sein Vermögen an die Schlepper durch die Sahara und über das Mittelmeer zu zahlen, um dann, wenn er es aufs Festland geschafft hat, irgendwo einen Asylantrag zu stellen, obwohl er überhaupt nicht asylberechtigt ist. So, das ist der große Unterschied, den wir auch hier in der Debatte machen müssen zwischen Migration, die ein natürliches Phänomen ist, optimalerweise für alle Menschen auf dieser Welt auch als zirkuläre Migration möglich ist, weil Menschen einfach sich weiterentwickeln wollen, indem sie mal für ein paar Jahre hier oder dorthin gehen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit in Europa. Das ist für die meisten Menschen dieser Erde keine Selbstverständlichkeit. Aber es gibt eben den anderen Grund, den jetzt Bente Scheller angesprochen hat, über den wir jetzt im Falle von Syrien eben und auch in Afghanistan gesprochen haben. Aber ich möchte noch mal zurückkehren in diese Realität auch der Beratungszentren in Deutschland, wo zum Beispiel dann die absurde Situation entsteht, dass ein junger Mann beraten wird und womöglich man feststellt, Mensch, super, dieser junge Mann aus Nigeria, der könnte eigentlich hier eine Ausbildung anfangen und ich habe sogar einen Betrieb, der würde ihn gerne übernehmen, aber der muss eigentlich erstmal zurück, weil dann muss er ja zur Botschaft gehen und dort einen Visumsantrag stellen. Ja? Deswegen muss ich den eigentlich zurückschicken, ich darf ihm aber gar nicht helfen mit einem Rückkehrprogramm, denn sonst muss er das Geld ja zurückzahlen oder er wird mit einer wieder Einreisesperre belegt. Und das ist dann diese ganze Absurdität deutscher Bürokratie, wo man sich fragt, warum kann dieser junge Mann, er ist illegal gekommen, sein Asylantrag ist abgelehnt, aus berechtigten Gründen, warum kann er aber jetzt nicht in unserem Interesse und in seinem Interesse
übergeführt werden oder eine Chance bekommen, anders formuliert, mit einem Ausbildungsplatz in einem solchen Betrieb. Und da gibt es einige Beispiele. Ja. Es gibt Iraner, die schon einen Vertrag in der Tasche haben. Es gibt Afghanen, die eben, habe ich vorhin gesagt, zweites Lehrjahr als Pfleger. Und das ist so frustrierend dann wiederum für die Leute vor Ort. Das heißt, Mensch, wir brauchen euch eigentlich, aber geh noch mal nach Hause, nach Dakar. Und da gehst du zur Deutschen Botschaft und wir machen schon mal den Weg klar für dich. Kann man das nicht anders handhaben, Herr Kloß? Können, ja. Die Frage ist, sollte man es tun? Das ist genau die Frage, wie Migrationsmanagement betrieben wird, nicht nur von Deutschland, sondern von anderen Zielstaaten auch, die ein ganz bestimmtes Profil auch mit Blick auf die Beschäftigten haben, die dann in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden. Ist herausgearbeitet worden, Flucht und Migration ist zu unterscheiden, kann ich mich nur anschließen. Bei den Geflüchteten ist es, oder bei den Flüchtlingen, im technischen Sinn, ist es sowieso kein Problem, was die Arbeitserlaubnisse und diese Fragen angeht. Und auch der Integrationsansatz, den wir in dieser Politik der Bundesregierung auch fahren. Anders sieht es aus bei denen, die in den Arbeitsmarkt kommen sollen. Und Herr Gickeritz, ich glaube, Sie haben den Punkt auch benannt, was es bedeutet, in Deutschland eine Ausbildung zu machen, also eine Qualifikation zu erhalten, um hier überhaupt arbeiten zu können. Normalerweise findet es ja bei den hier Geborenen so statt, dass sie mit 6 Jahren dann in die Schule gehen, eine schulische Sozialisation erfahren, dann gegebenenfalls in die Berufsausbildung gehen und dann sind sie Berufsanfänger. Dann haben sie aber allerdings schon eine Bildungshistorie, allein schon in dem Bereich der Ausbildungsberufe von mindestens 12 Jahren. So, wenn es jetzt für universitäre Abschlüsse hochrechnen, da sind Sie dann, was ich, bei 15, 17 Jahren Sozialisation für eine Qualifikation, die hier überhaupt erst den Einstieg in den beruflichen Alltag erlaubt. Insoweit, in der Tat, ist das eine Herausforderung für Menschen, die außerhalb dieses Bildungssystems sind. Und die letzten 10 Jahre hat sich sehr viel getan im Bereich der Arbeitsmigration. Nur das Qualifikationsprofil ist ja bewusst auch so geschaffen worden, weil man für einen Arbeitsmarkt auch Menschen finden möchte, die auch die entsprechende Qualifikation haben, also eine qualifizierte Migration. Und das ist häufig der Kurzschluss, der in der Debatte gemacht wird, dass die hier sind, sollen schon sozusagen die sein, die auch die Qualifikation erfüllen. Das erfüllen sie in der Regel nicht. Das heißt, entweder man würde sich darauf dann kaprizieren und die ganze Bildungsinvestition nachholen, ja, für die betreffenden Personen. Aber was ist eigentlich mit denen, die sich an Rechts und Gesetz halten? Denn der Ansatz ist eigentlich der, dass man die Qualifikation eben nicht in Deutschland erwirbt oder zumindest teilweise im Ausland erwirbt. Auch das haben wir liberalisiert, Anpassungsqualifizierung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der legalen Zuwanderung in natürlich qualifizierten, auch akademischen Berufen, aber auch darunter. Das ist jetzt noch weiter durch das Fachkräftezuwanderungsgesetz aufgemacht worden. Das gilt ja noch auch nicht. Das kommt ja erst Anfang 2020. Ja, wir reden von etwas, was beschlossen ist, aber noch nicht. Nein, aber dann kann ich auf das geltende Recht auch berufen. Das ist gar kein Problem, weil wir seit 10 Jahren einen Prozess der Liberalisierung der Arbeitsmigration haben. Das hat die OECD uns auch bescheinigt. Die ist ja direkt gegenüber eines der liberalsten Arbeitsmigrationsrechts. Nur wer erfüllt die Qualifikation? Das ist die berechtigte Frage. Ja, wenn wir die Latte so hochhängen, dass sie keiner erfüllt, dann schaffen wir auch keine Migration. Nein, das Problem ist, kein Arbeitgeber würde jemanden dann einstellen wollen, der gebrochenes Englisch spricht. Herr Kickeritz, Sie brauchen einfach für eine Berufsausbildung. Da bleibt mir bloß der absolute Protest. Lassen Sie mir gerade noch den Satz übrig. Und zwar, Sie brauchen, wenn Sie einer Berufsschule in Deutschland folgen wollen, das ist nicht meine Erkenntnis, sondern kommt aus dem ganzen Arbeitsbereich, brauchen Sie Deutsch in B2. Das heißt, Sie können frühestens die Menschen B1 überhaupt heranführen an die berufliche Qualifikation hier, damit sie überhaupt dem Lernfortschritt in der Ausbildungsberuf nachkommen können. Das ist die berufliche Wirklichkeit in Deutschland. Wenn Sie das Niveau absenken wollen, ist das eine Sache. Aber Sie wollen ja auch qualifizierte Kräfte heranbilden, die dem deutschen Arbeitsmarkt auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Also Herr Kloß, Sie machen hier schon ein Salto Mortale, nicht wahr? Vorhin haben wir noch die Leute abgeschoben, weil sie straffällig sind und das gehört nun mal zu unserem Rechtssystem. Jetzt schieben wir sie ab, weil sie B2 nicht haben. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Wissen Sie, ich selber kenne 5 Fälle aus meinem ganz kleinen Landkreis Neustadt-Aisch an Bad Windsheim. Ja, und da gibt es einfach junge Leute, die eine Ausbildungsstelle hatten. Der Arbeitgeber hat sich bereit erklärt, diese jungen Leute auszubilden.
Und da muss ich mir doch jetzt bitteschön als Politiker hier in fernen Berlin nicht den Kopf machen, wie schaffen die das oder schaffen die das nicht. Also wenn der Arbeitgeber dem jungen Menschen vertraut, dann sollten wir hier von der Politik das auch machen. Ich kenne einen Fall, das war ein Autolackierer aus Afghanistan kommend, der hat 5 Jahre in einer Speziallackiererei gearbeitet, hat 48.000 brutto gezahlt, der hat Steuern gezahlt, Sozialversicherungsabgaben gezahlt, hat eine eigene Wohnung, war im Fußball. Club, ja? Und dann wurde ihm plötzlich die Arbeitsgenehmigung entzogen. Ja? Und dann kommen Sie her und die müssen erst die Qualifikation haben und Integrationsleistungen verbringen und so weiter und so fort. Und das sind auch nur ganz kleine Beispiele. Solche Beispiele haben Sie ja zu Hunderten in Deutschland. Und das ist eben die destruktive Art. Und da muss man sagen, der Seehofer hat jetzt eine ganz andere Sprache drauf. Aber die Politik ist kein Jota anders geworden. Nochmal. Vielleicht schauen wir mal, wie denn diese Maßnahmen dieses neuen Programmes, wie die denn tatsächlich greifen. Was haben die denn bewirkt bis zum jetzigen Zeitpunkt? Also es geht ja darum, die Rückkehrer, wenn man sie dann zurück oder reintegriert, also das Innenministerium schickt zurück, sie reintegrieren die Leute dann in ihre Heimat. Die Idee ist ja, dass die Leute dann Arbeit finden vor Ort. Ja? Und das steht jetzt in Ihrem Bericht, steht 2400 Maßnahmen waren das im letzten Jahr, dass also die Leute dort in Arbeit vermittelt wurden. Sind es jetzt 2400 Rückkehrer, die jetzt arbeiten? Oder sind es nur Maßnahmen? Also die Vermittlung in Jobs, das ist pro Person zu sehen. Das sind also dann im Jahr 2018 2400. Das ist schon nicht die einzelne Maßnahme, sondern dahinter steht auch eine Person. Weil es gibt ja andere Zahlen von Mitte des Jahres, die ein bisschen was anderes sagen, wo eben rauskam, also in Ghana und Marokko zum Beispiel ist kein einziger Rückkehrer in Arbeit vermittelt worden. Im Senegal war es eine Person, in Tunesien waren es 6. Und genau, da sticht dann eben der Kosovo besonders heraus. Das ist ganz interessant, mit 749 Personen von 4000 Rückkehrern, die tatsächlich jetzt Arbeit gefunden haben, weil es, glaube ich, auch eine andere Zusammenarbeit gibt oder die viel tiefer geht schon im Kosovo mit gezielten Ausbildungsprogrammen, die für den deutschen Arbeitsmarkt auch schon so angelegt sind. Glaube ich, da ist es recht erfolgreich, auch der Sprachunterricht im Kosovo, was ich da jetzt im Vorfeld recherchiert habe. Und das hat dazu geführt, wenn ich das kurz beenden kann, dieses Argument, dass tatsächlich inzwischen doppelt so viele Kosovaren legal nach Deutschland kommen, wie Illegale zurückgeschickt werden. Das wäre ja mal ein Erfolg eigentlich von Migrationspolitik, oder? Wenn das so rumläuft. Es soll ja auch Erfolge geben, die die Bundesregierung verursacht. Deswegen will ich das jetzt nicht. Warum funktioniert das im Kosovo und nicht in Marokko und nicht in Nigeria und nicht im Senegal? Also vielleicht sage ich erst noch mal was zu den Zahlen und warum die Mitte 2018 noch so niedrig waren. Das hängt damit zusammen, dass, jetzt muss ich wieder auf die GIZ verweisen, auch diese Organisation Zeit braucht, bestimmte Dinge umzusetzen. Wir müssen zum Beispiel mit der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit mit den Regierungen natürlich Abkommen, also Vereinbarungen treffen darüber, dass wir dieses Programm gemeinsam durchführen können. Das braucht Zeit, dann muss man sowas administrieren und dazu braucht man Zeit und Geld. Und deswegen sind die Zahlen von Mitte 2018 in manchen Ländern sehr, sehr niedrig. Das hat sich aber jetzt, sind wir schon gegen Ende 2019, erheblich gesteigert. Und wir sind relativ zuversichtlich, dass wir diese Maßnahmen mittlerweile gut managen können, dass wir in der Tat eigentlich jedem freiwilligen Rückkehrer ein Beratungsgespräch anbieten können, dass wir die also erreichen. Das ist auch kein Selbstläufer. Aber das waren 2400 im vergangenen Jahr. 2400 haben einen Job gekriegt. Nee, 2400 Beratungsgespräche gab es. Und das ist die weitere Zahl aus Ihrem Bericht? Genau. Genau. Also das sind ja auch nicht so wahnsinnig viele, ist die das Sie da jetzt, erreichen. Also es gab... Vielleicht führt das jetzt ein bisschen zu weit, wenn wir uns hier Zahlen gegenseitig vorlesen. Mein Punkt ist, dass wir mittlerweile den Prozess gut aufgebaut haben, dass wir an die Rückkehrer rankommen, dass sie in das Beratungszentrum finden, dass wir in einem Beratungsgespräch, das ist übrigens sehr wichtig, dass man das in einem individuellen Gespräch mit der Person erörtert. Was willst du eigentlich machen? Was hast du für eine Biografie? Was bringst du mit? Was willst du Friseur oder Hühnerzüchter werden? Das muss man ja irgendwie, wenn man Maßnahmen zur Unterstützung auflegen möchte, mit dieser Person erstmal gemeinsam erörtern. Deswegen ist dieses Beratungsgespräch, auf dem unsere Kritiker immer so ein bisschen despektierlich rum
eine sehr wichtige Maßnahme an sich, weil nur jemand, der Informationen hat, der Optionen kennt, kann sich dann auch selber entscheiden und kann seinen eigenen Weg gehen. Deswegen lege ich Wert darauf, dass diese Beratung in den Zentren einen Wert hat. Danach muss es aber weitergehen, denn niemand wird von einer Beratung satt. Und dann kann das sein, dass wir erstmal eine Hinführung zur Qualifizierung machen. Wenn die Menschen sozial, psychologisch instabil sind, dann gibt es eine Möglichkeit, denen erstmal diesen ersten Schritt zu ermöglichen. Wer schon stabiler ist, den kann man dann bei der Unternehmensgründung unterstützen. Und nochmal, es gibt Unterschiede, ob man einfach eine Bretterbude aufmacht oder ob man mit einem Businessplan und mit einer qualifizierten Finanzierung sein Unternehmen gründet. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, man muss jemanden erstmal beruflich qualifizieren, weil sein Wunsch noch nicht mit seiner Qualifikation übereinstimmt. Und das sind alles Dinge, die muss man vor Ort individuell besprechen. Und da haben wir mittlerweile gute Zahlen und können das jedenfalls für die Rückkehrer aus Deutschland relativ gut anbieten. Ich würde jetzt gerne gleich Sie bitten, auch nochmal Ihre Fragen vorzubereiten. Wird aber noch eine kurze, ganz kurze, Herr Kekeritz wollte noch was sagen. Und ich wollte noch einen Aspekt mal hier reinbringen, nämlich die Frage, ob denn tatsächlich das Bewerbungstraining von Menschen, die in den Irak zurückkehren, tatsächlich sie in Lohn und Brot bringt. Ja? Also wenn Sie sich angucken, die Lage oder etwa im Senegal, ja, wo wir mit großen Fischfangquoten eigentlich der EU vor den Küsten eigentlich die lokale Fischerei kaputt machen oder eine EU-Agrarpolitik, die eben in ihrer Handelspolitik verhindert, dass Märkte in Afrika überhaupt entstehen können oder nachhaltig sind. Also solange wir eben auf dem afrikanischen Kontinent keine Partner sehen, sondern eigentlich nur Leute, die wir dann unterstützen, bevor wir sie vorher wirtschaftlich eben eher unseren Interessen untergeordnet haben, kann ja sowas auch nicht funktionieren. Also das wäre jetzt nochmal mein Ansatz auch zu sagen, hat Entwicklungspolitik eigentlich nicht eine Verantwortung, auch vor Ort für Bedingungen zu sorgen, die den Leuten dann auch eine Chance geben und sie eben nicht einfach nur mit dem 15. Bewerbungstraining oder einem Businessplan für ein Geschäft, ja, Startups, das ist immer schön, aber braucht es nicht vielleicht, also zum Beispiel in Ländern wie Tunesien oder in Somalia, ganz andere, nochmal flankierende Maßnahmen, also die Wirtschaft zu entwickeln, ja, also der Gouverneur in Erbil sagt ganz klar, dieses Beratungszentrum vor Ort, das können wir uns eigentlich sparen, weil wir brauchen kein Bewerbungstraining für unsere jungen Leute, wir brauchen Jobs, wir brauchen eine Wirtschaft, eine funktionierende und die entsteht dort nicht, obwohl die Bundesregierung auch sehr viele Millionen von Geldern ja in den Nordirak zum Beispiel zum Aufbau von Mosul geschickt hat, weiß ich nicht, wo die gelandet sind. Also das ist ja noch ein anderer Aspekt, wie wir unsere Wirtschafts- und Handelspolitik betreiben, gerade in Afrika und ob das dann so nachhaltig ist, dass wir die Menschen mit den Beratungszentren vor Ort tatsächlich in Arbeit bringen. Aber Herr Kekeritz wollte noch was sagen. Ja, also natürlich ist Beratung eine ganz wichtige Sache, aber man darf doch einen Fehler nicht machen. Ein Gespräch ist ein Gespräch und eine Beratung ist eine Beratung. Ich war selber in zehn Jahre war ich selber in der beruflichen Rehabilitation und im Bereich der Vermittlung von arbeitslos gewordenen jungen und erwachsenen Menschen tätig. Und ich weiß, was eine Berufsberatung ist. Und ich habe mir einmal die Zahlen hier vorgenommen. Zwischen 17 und 19 haben sie 55.580 Beratungen durchgeführt in ungefähr 10 Ländern, Albanien, Kosovo, Serbien, Tunesien, Marokko, Ghana, Senegal, Nigeria, Irak und Afghanistan. Also das sind Zahlen, die ich von der Regierung bekommen habe. Ich habe das mal für Albanien umgerechnet. Da bin ich dann drauf gekommen, dass in den 2 Jahren täglich 31 Beratungen durchgeführt worden sind, täglich. Wissen Sie, was es heißt, jemanden für seinen Beruf vorzubereiten und ihn zu beraten? Sie müssen den ja erst einmal kennenlernen. Ja? Und das ist nicht möglich, dass Sie 31 beraten, es sei denn, Sie haben ein Team von 100 Leuten dort unten. Ja? Das funktioniert so einfach nicht. Das sind Gespräche, die geführt werden. Da bekommt man auch die Information von der GIZ. Ja, da haben wir eine Messe durchgeführt, Unternehmen einfach ausgestellt und dann sind halt Tausende von Leuten durchgekommen und die sind dann wahrscheinlich auch an den Stand gekommen und haben sich dann mit den Leuten unterhalten. Wissen Sie, das ist Hochstapelei, wenn ich ein solches Gespräch als Beratung tituliere, das funktioniert nicht. Und auf Ihre Frage zurückkommend, ist es nicht sinnvoll, die Leute zu beraten und beruflich auszubilden? Natürlich ist es sinnvoll, aber man muss das bestimmt konzeptionell fundiert entwickeln, darlegen und auch mit
den Verhältnissen vor Ort abstimmen. Sie haben völlig recht. In einer Gesellschaft, in der 50-60% der Menschen arbeitslos sind, brauche ich keine Berufsvermittlung. Die Unternehmen finden immer ihre Leute, die sie haben. Und die werden auch nach ganz bestimmten Kriterien ausgesucht. Und sie können in den allerseltensten Fällen über irgendwelche Qualifizierungsmaßnahmen in diesem Bereich vermitteln. Also, Sie haben völlig recht. Erst brauchen wir die Jobs und dann braucht man natürlich Ausbildung auch. Die Ausbildung schafft ja dann auch Jobs. Aber das muss anders laufen als in diesem Rahmen. Jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen. Sie können sich gerne melden. Sie hatten, glaube ich, hier vorne angefangen. Wir sammeln immer so ein paar Fragen und geben die ans Podium weiter. Bitte schön. Haben wir ein Mikrofon? Also wir brauchen ein Mikrofon. Gibt es ein Saalmikrofon, das man... Genau, es ist unterwegs. Wir können Ihnen auch eins abgeben, ja. Kommt schon. Danke. Herr Stefan Dünnwald, Bayerischer Flüchtlingsrat und Pro Asyl. Ich hatte ganz viele Fragen. Ich habe aber eine konkrete Frage an den Herrn Braune, das habe ich heute Morgen schon mal angesprochen, dass ich von den Ehrenamtlichen in Bayern höre, die eine ganze Reihe Senegalesen erfolgreich dabei unterstützt haben, beraten haben, begleiten, finanzieren bei der Rückkehr in den Senegal, auch was die Entwicklung eigener Projekte, eigener Firmengründungen betrifft. Und da habe ich vorgestern erfahren, dass alle diese Projekte von Ihnen irgendwie oder von Ihrem Haus und der GEZ irgendwie als sehr positiv gesehen werden und auch die GEZ sich da gerne mit schmückt, mit dieser Kooperation mit Ehrenamtlichen, auch aus Gründen der Glaubwürdigkeit, dass aber bei diesen ganzen Firmengründungen Geld versprochen, aber seit einem Jahr noch nichts angekommen ist. Noch kein Cent. Und das sind 6 über 7 solche Geschichten. Ich habe mir so ein paar von denen angehört. Klingt ein bisschen solider und deutlich ausgereifter als der Ziegenhirte, den Uwe Kekeritz angesprochen hat. Wie erklären Sie sich das und welchen Effekt, meinen Sie, hat das auf die Glaubwürdigkeit Ihrer Perspektive Heimat, sowohl bei den Ehrenamtlichen hier, die möglicherweise Werbung machen dafür, dass Leute vielleicht zu Hause tatsächlich eine bessere Perspektive haben, als auch bei den Senegalesen, sowohl hier als auch im Senegal. Ja, wenn da nichts passiert, sondern quasi nur Beratung, wie es ja schon ein bisschen angeklungen ist, sehe ich nicht, dass diese Perspektive Heimat eine Perspektive hat. Herr Braune, ja? Da können Sie vielleicht direkt drauf eingehen und ich sammle hier noch mal ein paar... Noch eine Frage an den Herrn Kloß, wenn ich schon das Mikrofon habe. Kurz. Und zwar, das habe ich auch heute Morgen schon kurz erwähnt, es sind aus Bayern, da habe ich die Zahlen vom Innenministerium bekommen, sind 200 plus Leute abgeschoben worden, sind 100 ungefähr sogenannt freiwillig zurückgekehrt mit Reha-Gab-Mitteln und sind aber 1200 ausgereist. 2018, 2017 war es fast identisch. Ich nehme an, 2019 wird es auch wieder so sein. Das heißt, 1000 Leute sind entweder untergetaucht oder ich habe sie im Juli auch in Paris getroffen, eben in der Hauptsache nach Frankreich, Italien, Spanien, illegal weitergewandert. Nur Afghanen, nur aus Bayern. Wenn man das jetzt mal ein bisschen hochrechnet, dann kommt man auf eine immense Sekundärmigration, die gerade aus Bayern provoziert wird, weil Bayern ja eben nicht nur die Straftäter abschiebt, sondern das Profil möglichst breit aufgefächert hat, um alle ein bisschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Da kommen mir jetzt Zweifel. Ist das noch eine irgendwie vertretbare, vernünftige Migrationspolitik, wenn man 300 Leute ins Herkunftsland zurückbringt und mehr als 1000 in die Illegalität treibt, in illegale Zustände in anderen EU-Staaten und somit die Belastung an andere EU-Staaten weitergibt? So, jetzt, ich hätte noch viel, aber jetzt ist gut. Ja, jetzt lassen wir andere auch noch mal zu Wort kommen. Dann sammle ich aber doch noch mal eine weitere Frage von der Dame hier ganz links. Sie hatte sich, glaube ich, als erstes gemeldet und hier... Oh, ne. Und das ist dann die zweite Runde. Genau. Dankeschön. Anna Schwarz, Heinrich-Böll-Stiftung Brüssel. Ich habe auch eine ganz kurze Frage. Und zwar haben wir ja jetzt viel über Migration gesprochen und gehört, und aber glücklicherweise auch von Bente nochmal
den Hinweis zu differenzieren zwischen Migration und Flucht. Und mich würde einfach interessieren, wie sind denn die Zahlenverhältnisse im Moment? Wie viele Menschen kommen nach Deutschland oder sind in Deutschland, die einen Flüchtlingsstatus bekommen oder irgendeinen Schutzstatus? Und wie viele Menschen sind da, die diesen Status nicht bekommen? Und wo sortieren Sie die Afghanen ein in Ihren in so einer Statistik, die es sicherlich gibt? Dankeschön. Vielen Dank. Und hier vorne war noch eine Frage. Ich habe eine Frage an Hadi Marifat. Herr Kloß hat eben gesagt, dass Menschen nach der Rückkehr, also Afghanen, die in Kabul am Flughafen ankommen, dort in Empfang genommen werden und es Reintegrationsmaßnahmen gibt. Ich würde gerne von Hadi Marifat wissen, ob er das bestätigen kann. Vielen Dank. Dann hat erst mal Herr Braune das Wort, würde ich sagen, für die Frage des Herrn Ausbildung. Ja, danke. Also ich kann Ihnen einfach nur anbieten, dass Sie mir die Informationen zuschicken zu diesen 6 Fällen, Herr Dünnwald, und dann können wir dem nachgehen. Es wird auf den Einzelfall drauf ankommen, was wurde vereinbart, was wurde besprochen. Dann kann ich Ihnen das genauer erklären. Wir sind mit der Freiwilligen in Bayern ja in der Tat in sehr engem Austausch. Es gibt intensiven Mailkontakt zu mehreren und wir haben uns sehr darum bemüht, da in der Tat Vertrauen aufzubauen. Und dann wäre es natürlich eine Katastrophe, wenn da Absprachen nicht eingehalten wurden. Aber das muss man im Einzelfall sich angucken und da stehe ich gerne zur Verfügung. Herr Kloß, an Sie richtete sich die zweite Frage mit den Menschen, die weiter wandern innerhalb Europas. Und ja. Die Kurzantwort lautet ja. Die längere Antwort, warum, geht da ein und insoweit möchte ich das Plädoyer von Frau Schiller nochmal aufgreifen. Gerade was Flucht angeht, und da zielt ja auch Ihre Frage hin. Es gibt seit 2012 das deutsche Resettlement-Programm, das neben der Regionalisierung von Flüchtlingsströmen natürlich auch ein weiteres Element ist der deutschen Verpflichtung gegenüber Menschen, die tatsächlich Fluchtgründe haben, wie wir sie definieren. Ja. Dass andere Menschen genauso gute Gründe haben, ihr Heimatland zu verlassen, ist unbestritten. Aber wir haben nun mal eine Differenzierung zwischen denen, die politisch verfolgt sind und aus bewaffneten Konflikten kommen, dass wir die privilegieren gegenüber anderen, die aus Wegfall der Lebensgrundlagen oder Mangel an Lebensgrundlagen sozusagen hier in Europa oder in Deutschland ihr Leben neu ausrichten wollen. Das ist eine klare gesetzliche Grundentscheidung und man könnte das ändern. Das muss der Deutsche Bundestag tun. Für diejenigen allerdings, und jetzt bei den Afghanen, insoweit ist es auch, entscheidet sich Bayern noch gar nicht vom Rest der Bundesländer, die einen Status bekommen, ist der Aufenthalt ja völlig sozusagen ungefährdet in Bayern, sondern es bezieht sich auf die, die nach diesen Verfahren eben abgelehnt wurden. Und insoweit betreibt Bayern nichts anderes als die Durchsetzung unseres geltenden Rechts, um die Akzeptanz gerade für die Aufnahme von tatsächlich Schutzbedürftigen aufrechtzuerhalten. Und ja, eigentlich müssten andere Bundesländer sich ein Beispiel an Bayern nehmen. Ja, weil wir im Grunde, das ist unser System und Afghanistan ist ein Extrembeispiel, aber wir müssen doch unser eigenes Recht ernst nehmen und das vermisse ich in dieser Debatte im Aufenthaltsrecht wirklich sehr. Ja, wir haben Menschen, die von vornherein absehbar kein Fluchtgrund hat, garantieren wir ein Verfahren. Sie bekommen ihre Entscheidung durch das BAMF. Die ist dann in den meisten Fällen negativ. Und die, Hälfte derjenigen, die klagen, ist das was anderes. Ja, ja, da gibt es halt Länder, wo tatsächlich Konflikte sind, wo tatsächlich Schutzgründe sind. Und da ist es auch schwierig herauszufinden, wer ist wer. Und im Zweifel wird ein BAMF-Entscheider immer auch für die betreffende Person entscheiden. Jedenfalls der Richter, der es überprüft, weil die Verantwortung sehr groß ist. Das müssen Sie sich ja im Einzelfall, der die Entscheidung trifft, auch vorstellen. Das ist eine Entscheidung dann möglicherweise über Leben und Toten. Die trifft man nicht leichtfertig und die betrifft man verantwortungsvoll. Aber für die, die tatsächlich nach diesem Verfahren abgelehnt sind, muss eben einfach auch mal klar sein, wir müssen dieses Recht dann umsetzen. Wenn wir ein Verfahren haben, was entscheidet, ja oder nein, Aufenthalt in Deutschland, muss Nein eben Nein bedeuten. Aber und Sie das wissen bezieht auch, sich auch auf Afghanistan, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind und das ist durchgeprüft. Ja, das ist jetzt angekommen, Ihr Argument mit dem Recht. Die Frage ist, warum dann so viele Widersprüche gegen BAMF-Entscheidungen erfolgreich sind. Die Hälfte aller Widersprüche, wenn ich richtig informiert bin, bekommen ja nachher Recht und nehmen dann doch einen Schutzstatus. Meine Frage war eigentlich auch,
Ja, ich glaube, mit den 100 Leuten, 200 Leuten und 1000, die dann sozusagen, oder 300 Leute und die 1000, die dann Bayern verlassen, woanders hin diffundieren, wo man nicht genau weiß, wo sie sind. Das ist ein Phänomen. Es ist aber natürlich auch Teil einer freiwilligen Rückkehr, propagieren wir. Sie funktioniert aber natürlich besser, wenn natürlich eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Geltendrecht auch durchgesetzt wird. Sprich, es zu einer Rückführung kommt am Ende des Tages. Da es in Bayern wahrscheinlicher ist, als in anderen Bundesländern tatsächlich auch abgeschoben zu werden, gibt es natürlich Verdrängungseffekte dann aus Bayern heraus. Das ist einfach logische Konsequenz und im Grunde einer konsequenten Migrationspolitik auch gewollt. Jetzt haben wir also die Frage hier drüben ganz kurz. Tatsächlich, dass pro Jahr 1000 Afghanen allein aus Bayern in die Illegalität gehen? Nein, oder in das andere EU-Nachbarstaaten, sondern wir haben im Grunde natürlich keine Ich kenne die Leute, die sind in bayerischen Städten, in Frankfurt, in Berlin, wir in der haben Illegalität. Auch Illegalität. Das sind Menschen, die aber eine Ausreisepflicht haben, die eigentlich das Land verlassen müssten. Und sie verlassen es zum Teil auch. Wir haben auch Erkenntnisse, Vorzüge ins Ausland. Das ist eben nicht einheitlich. Natürlich gibt es auch das Phänomen der schlichten Illegalität. Das kann man ja gar nicht leugnen. Aber dann würde ich doch direkt die Frage anschließen, wenn wir von Afghanen reden, die gerade ständig irgendwo hin verdrängt werden. Die Frage, wir kommen zurück auf die Zahlen. Die Frage, wie ist es denn, wenn Sie aus dem Flugzeug steigen? Wer steht denn da und begleitet und betreut die Afghanen? Well, ich nehme gern die Möglichkeit wahr, zu vielen Themen Stellung zu nehmen. Und da erfordert es auch eine Reaktion von meiner Seite. Ich sehe natürlich, dass Afghanistan eine bestimmte Rolle erfüllt. Die Beratung als ein Höhepunkt, der hier angeführt wird für die Integration und die Reintegration. Das ist ja hier erwähnt worden. Nun zum Ersten, als Afghane, und ich spreche auch für die afghanische Community hier in Deutschland, würde ich das natürlich begrüßen, die Initiative und die Unterstützung, die Deutschland geleistet hat. Das ist etwas, wofür wir dankbar sind und bleiben. Und natürlich kann Deutschland nicht verglichen werden mit all den anderen Nachbarländern. Wenn wir Großbritannien uns anschauen und deren Politik und wie sie eine feindliche Reaktion provozieren, wo die Flüchtlinge nicht ein paar Monate selbst dort bleiben können. Natürlich Schweden, Norwegen, das ist akzeptabel. Das ist völlig anders als Großbritannien. Die Erwartungen sind hoch an Deutschland, etwas richtig zu erledigen, ordentlich zu bewältigen. Ich bringe ein paar Fakten mit allem Respekt Ihnen gegenüber. Es ist wichtig, wenn man von Statistiken und Zahlen spricht, sich anzuschauen, wie die Sicherheitssituation aussieht. Es ist sehr schwierig in der Tat, unsere Annahmen beruhen zu lassen auf einer Grundlage für die Politik. Wenn wir uns anschauen, nehmen wir mal an das erste Quartal, was da an zivilen Todesfällen war, da muss ich einen Unterschied machen, das ist erforderlich. Das erste Quartal, die UN hat Todesfälle genannt. Es gab insgesamt einen Rückgang an zivilen Todesfällen, aber es gab einen hohen Anstieg bei toten Kindern und Frauen. Das bedeutet, in vielen Fällen sind es nicht die Kinder und die Frauen, die eben dort geblieben sind, die dort leben. Infolge des Konflikts werden die Frauen und Kinder getötet. Der Bericht von 2009, wir haben den gesehen, sagt ein 40-prozentiger Anstieg 2019 im Verhältnis zum letzten Jahr. Das ist ein hoher Anstieg. Selbst wenn man sich anschaut, diese Schwelle, die gesetzt wurde, 10.000 Todesfälle im Jahr, das ist 2014 schon überschritten worden. Seit 2014, schauen Sie sich die Grafik an, ist das nie gesunken. Immer waren es Todesfälle, die zugenommen haben. Wir haben mehr zivile Todesfälle Jahr für Jahr. Und das ist mehr Spannung. Es gibt mehr Konflikt, logischerweise, in dem das stattfindet. Infolgedessen ist das keine Option für die Menschen, da zu bleiben. Es gibt Studien dazu. Ich würde Ihnen gerne die Statistik dazu geben, warum es noch immer eine starke Wahrscheinlichkeit gibt, dass man dort umkommt. Das hat mit der politischen Sicherheit, einer wirtschaftlichen Situation zu tun, insgesamt mit der Situation der Wirtschaft. Das hat zu tun mit der Ausweitung der Korruption, mit der
den Straftaten, den Gangstern und viele Faktoren müssen einbezogen werden. Deswegen sage ich, wenn wir uns anschauen, die Integrationspolitik, und ich werde mich kurz fassen, muss die sich richten auf die Realität am Boden. Also meine Sorge ist, dass viele politische Maßnahmen, die übernommen werden, die beschlossen werden, überaltert sind. Sie reagieren nicht auf die Notwendigkeiten, auf das Konkrete, was Flüchtlinge brauchen, auch vor Ort. Vieles hat sich radikal geändert. Wir haben von der Beratung gesprochen. Wenn Sie die traumatisierten Menschen in ein Zimmer bringen, um ihnen Beratung aufzugeben, dann schaut das so aus, als würden Sie haben nur einmal gegessen und in der Situation sind Sie, wenn Sie Beratung bekommen. Sie bringt einen afghanischen traumatisierten Menschen zusammen mit anderen Traumatisierten. Ich habe teilgenommen an der Beerdigung von Freunden dreimal im Monat als Berater. Wie kann ich dann andere Leute beraten? Man muss das in Berücksichtigung nehmen. Man muss sich das große Bild ansehen. Es bedarf einer Politikrevision, einer Neuüberdenkung. Und hier in Europa, aber auch dort im Zielland. Es muss aufgeholt werden. Wir müssen neue Entwicklungen berücksichtigen, Veränderungen berücksichtigen, die stattfinden. Die müssen einbezogen werden. Andererseits schicken sie Leute in die Tod. Sie werden dann dort umgebracht. Es gibt schon Zahlen, die wir haben. Wir haben mit vielen gesprochen, mit jungen Leuten gesprochen. Und die sehen die Möglichkeit, sich selbst zu schädigen. Wir haben das in Australien erlebt. Wir hatten Fälle in Afghanistan, dass Menschen sich selbst verletzt haben. Es gibt eine Tendenz, dass sie sich selber verletzen, wenn sie verzweifelt sind, wenn sie keine Ziele und Aussichten haben. Viele sind junge Menschen. Die können nicht zurück in ihre Familien. $40,000, wie schon gesagt, ist eine Menge Geld, das sie aus ihren Familien genommen haben. Die Eltern haben das Haus verkauft, um die Flucht des Kindes zu ermöglichen und letztlich, um das für das Kind eine bessere Zukunft zu schaffen. Die Familie, die das Haus hat, hat es verkauft und er ist nicht in der Lage, zur Familie zurückzukehren. Was muss er tun? Er muss entweder sich selbst verletzen oder zurückkehren in andere Länder, um dort zu versuchen, das Geld zurückzuzahlen. Beratung ist wunderbar, das ist gut, ja, es ist nicht alles das, worüber wir sprechen müssen. Es muss andere Themen geben, die wir berücksichtigen. Arbeitsplätze sind wichtig, das ist auch schon angesprochen worden. Und das Zweite ist natürlich, über diese Themen hinauszuschauen, die sofertigen Notwendigkeiten betreffen, also die Community. So. Das war keine Beantwortung der Frage. Das ist in Reaktion auf andere Themen, die angesprochen wurden. Ich muss irgendwie darauf zurückkommen. Können Sie trotzdem die Frage beantworten, die konkrete Frage? Welche Hilfe leistet Deutschland am Flughafen bei der Ankunft? Die IOM, die internationalen Beratungsszenen, sind dort vor Ort. Es gibt viele Probleme mit der Leistung des IOM und der Kollege, der hier sitzt, hier, könnte das ansprechen. IOM ist eine der schlechtest funktionierenden Organisationen in Afghanistan, die International Organization of Migration. Viele haben Probleme. Das Callcenter, das sie eingerichtet haben, funktioniert nicht. Und sie reagieren nicht auf die Nöte der Menschen, wenn da 20 Leute im Flughafen ankommen. Ich habe das selbst gesehen. Vor anderen Themen natürlich gilt das. Wenn sie ankommen, die Grenzpolizei nimmt ihnen noch das letzte Geld ab, wenn sie ankommen. Das ist ein weiteres Trauma. Und dann nennen sie, das letzte Mal, als ich von Istanbul flog, waren wir mit 20 Flüchtlingen, wir haben mehrfach die Flüchtlingshelfer angesprochen, keiner ist am Flughafen aufgetaucht. Center for Excellence wird damit betraut, aber Kollegen aus verschiedenen Ministerien sagen, das Zentrum hat keine Erfahrung, um mit einer solchen Situation fertig zu werden. Die Frage geht zurück an das IOM. Kennen die Organisation? Warum haben sie die betraut? Warum sollen die bessere Kapazitäten und
Quellen und Möglichkeiten und Personal haben, um mit der Krise fertig zu werden. Das Zentrum steht jetzt, es ist Teil eines Unternehmens sozusagen. Das Ergebnis ist das, was wir heute sehen. Ich würde jetzt aber gerne noch mal Fragen sammeln. Ich habe sie eigentlich nicht vergessen, aber ich würde die Frage nach den Zahlen noch mal zurückstellen, weil man die vielleicht auch anders rausfinden kann, oder? Also jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen sammeln und gucken, was hier noch an richtiger Gesprächsbedarf ist. Ich hatte 3 Wortmeldungen hier, der Herr hier vorne, hier hinten der Herr und wer war hier noch? Ach so, ja, ach so, stimmt, das war, genau. Also wir machen hier den mittleren Block und dann in einer letzten Runde da drüben 3 Personen. Bitte. Dankeschön. Denn leider würde ich meine Fragen auf Englisch stellen. Okay. So, es geht um, weil zu die GIZ und zu die Stabsstelle. Could you introduce yourself, please? Okay. Ich. Rex Osa. Ich bin Flüchtlingsaktivist in Deutschland. Ich bin sehr aktiv bei der Organisation von Deportierten und Rückkehrern nach Nigeria. Meine Frage geht direkt an das, was Herr Frau Braun sagt und die Stabsstelle für Deportation, die Herr Kloos hier vertritt. Ich beginne zunächst mal mit Ihrer Reaktion bezüglich dem Thema Unterstützung von Zurückgeführten bei ihrer Ankunft. Wir haben etwa 40, die in Lagos am Flughafen angekommen sind, also die sind dort abgesetzt worden, außerhalb des Gate. Am Frachtflughafen sind sie abgesetzt worden. Wir konnten einige begleiten, die keinen Fluchtort haben, also keine Unterkunft haben. Wir haben die ins Hotel gebracht und wir unterstützen Leute vom Ankunftsstation bis an den Endpunkt ihrer Reise. Ich weiß nicht, ob das auch für Afghanistan gilt. Ich will einfach sagen, was ich dann für Nigeria sagen soll, wenn es heißt, dass wir nichts von der Europäischen Union bekommen. Zum Zweiten, das Thema der Abschiebung. Ich sehe da einen Trend. Wir sehen ein Ritual. Alle 2 Jahre wird der Prozess verändert, Bleiberechtsregelung. Dann haben wir die Altfallregelung, dann Ausbildung, Duldung. Alle 2 Jahre gibt es ein neues Spiel. Ich sehe das. Massive Abschiebung nach Nigeria sehe ich jetzt, abzielend auf viele junge Nigerianer, die 2, 3, 4 Jahre schon in Deutschland gearbeitet haben, die qualifiziert worden sein sollten, 1. Januar 2020 für Ausbildungsduldung. Und jetzt gibt es einen massiven Trend, die aus Deutschland abzuschieben. Wenige Menschen, die man propagieren kann als einen Erfolg. Ich möchte darauf eine Antwort haben. Sie haben die als Kriminelle bezeichnet. Menschen, die ihre Pässe nicht abgegeben haben, kriminalisieren sie wegen Migrationsstraftaten. Sie tun so, als seien das kriminelle Straftaten. Ich möchte darüber nachdenken. Das ist für die ein Stigma in Nigeria. Und auch gehen Sie weiter. Ich habe die Frage gestellt, wo ist die Menschlichkeit, die Humanität? Wir sollten uns als Menschen fühlen und zumindest die persönliche Position dazu angeben. Wir sind die Politiker, wir sind verantwortlich, wir sind die, die Politik machen. Wenn Sie jetzt sagen, das sind Staaten, staatliche Politik. Ich meine, wie ändert man die Politik? Was die GIZ angeht zum Zweiten, ich habe versucht festzustellen, wie der Prozess der GIZ aussieht. Deswegen stelle ich die Frage, ist die GIZ nur Vermittlungsstelle? Was nennen Sie das? Wie nennen Sie das? So wie das ausschaut, es gibt sehr viel Missinformation, Fehlangaben, die rückkehrenden Migranten glauben, GIZ gibt ihnen Startkapital. Ich habe viele Beamte angesprochen. Sie sagen ja, ein bisschen Stadtkapital geben wir denn schon. Manche meinen, sie geben nichts. Wie kann man Leute ausbilden, sagen wir 1 Jahr lang? Man gibt ihnen eine Ausbildung. Heute haben die in Nigeria mit der Ausbildung begonnen. Traumatisierte Menschen, die zwangsweise abgeschoben worden sind. Die haben keinen Ort, wo sie schlafen können. Die haben keine Heimat. Sie schlafen am Strand und dann werden die 2, 3 Wochen später geschäftlich geschult. Nun, es gibt keine psychologische Begleitung, die sie zurückführen könnte in eine solche Situation, um zu verstehen, dass sie wieder zu Hause sind, dass sie jetzt in 2 Wochen mit dem Training begonnen werden. Und dann endet das so bei dem Nächsten. Genauso. Das GIZ-Projekt, ist das wirklich da, um der Gesellschaft zu helfen, um
oder um eine mehr Spannung in Nigeria herbeizuführen. Die GIZ im Besonderen ist aktiv als Vermittlungsstelle. Zwei wichtige Fragen. Wir haben den Punkt verstanden. Wir bräuchten jetzt noch Zeit für die Beantworten. Herzlichen Dank. Dann nehmen wir noch mal zwei Fragen. Und dann können Sie. Und dann die nächste Runde. Okay, Omeda Gandival, ich arbeite seit Jahren mit Geflüchteten aus Afghanistan hier in Berlin. Ich würde gerne Herr Kloß nochmal, weil Sie immer wieder auf Recht und Ordnung verwiesen haben, würde ich, weil ich oft mit Geflüchteten zu tun habe, die Bescheide bekommen. Und das hat sich bei Afghanen, das wissen Sie ganz genau, weil Sie es wahrscheinlich auch gemacht haben, seit 2015, 16 hat sich dann durch die Regierung auch eine Veränderung durchgesetzt, das heißt die Bescheide, da kamen viele negative Bescheide, wie und die, wenn man die Bescheide liest, das ist so wie Copy-Paste, also es ist wirklich, da macht sich auch keiner die Mühe und nimmt das Gesetz oder das Recht auf Asyl auch nicht recht, wenn Sie das wäre schön, wenn Sie im Haus das auch noch weitergeben würden. Also es ist immer dasselbe, was immer angedeutet wird, die jungen Männer, inzwischen sind auch Frauen, wenn sie mit einem Mann zusammen, die können überall leben. Und dann zeigt sich das auch, dass die Leute, die das geschrieben haben, wie nennen sie das, Entscheider, die Entscheider wenig Wissen über Afghanistan haben. Wenn Menschen nicht angeboten oder aufgefordert werden, nach Bamiyan zu gehen, wenn er ursprünglich Pashtun ist oder umgekehrt, einem Hazara zu sagen, der soll nach Jalalabad gehen oder in Ecken, wo er nicht leben kann, dann weiß man, es geht nicht um individuelle Betrachtung der Fälle, sondern es geht einfach darum, politisch irgendwas durchzusetzen. Das ist ganz klar für uns als Beratungsstelle, das haben wir so gesehen und das wissen Sie auch ganz genau. Ich glaube, das ist inzwischen auch bekannt. Das ist das Erste. Und der zweite Punkt ist einfach, wenn wir über Verweigerer, da gibt es so ein Unwort, wie heißt das, Identitätsverweigerer, wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir auch ganz klar sagen, wer als Verweigerer, besonders in Bayern bestimmt, mit Menschen, die zu afghanischer Botschaft gehen und versuchen, weil sie keine Taskira, also keine Geburtsurkunde haben und keinen Pass haben, da ist die afghanische Botschaft natürlich nicht, das wissen Sie auch, überfordert. Die sagen, wir können euch keine Taskira geben, weil ihr Persisch spricht, das heißt Farsi spricht, ihr seid in Iran geboren. Dann können diese Menschen auch nicht beweisen, dass sie Afghanen sind. Und dann kommt von BAMF oder von Ausländerbehörde oft auch die Bemerkung, ja, Afghanen haben ja immer so einen großen Clan, die haben bestimmt irgendeine Verwandte irgendwo in Afghanistan. Das kann ja nicht sein. Also das sind Dinge, das ist die Realität. Und wenn Sie immer wieder über Gesetze und Rechte sprechen, dann muss man das auch immer wieder dabei sagen. Es geht nicht darum, dass die Leute nicht ihre Identität preisgeben, sondern es ist nicht möglich. Mit einer afghanischen Regierung, mit einer afghanischen Botschaft und Konsulat vollkommen überfordert ist. Und wenn sie einmal drin waren, einmal, das ist wirklich, das ist kafkaesk. Also wenn sie das erleben wollen, wie das ist, wenn Verwaltung Dinge tun hier in Deutschland, dann gehen sie in die afghanische Botschaft, dann erleben sie das. Also man muss auch schauen, ob es für die Leute möglich ist. Ich würde noch mal ein, obwohl das mehrere Punkte... Wir haben noch zu viele Wortmeldungen, glaube ich. Entschuldigung, genau. Ganz kurz hier vorne noch und dann machen wir eine Runde auf dem Podium, bitte. Ja, vielen Dank für die Beiträge. Ich möchte noch einmal kurz zur EZ kommen, denn bis jetzt sind wir sehr stark auf Migration. Und was ja das große Problem ist und worüber auch wir nicht gesprochen haben, dass es Prinzipien gibt. Und auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat sich ja bestimmten Prinzipien zugewandt sozusagen. Ne? Hat sich. Und nun ist die Frage für mich, dass haben wir es natürlich mit der Konditionalisierung zu tun. Denn Rücknahmeabkommen gegen Hilfe, das ist ja ein ganz, ganz, ganz zentrales Problem. Und es widerspricht dem Prinzip in der Entwicklungszusammenarbeit. Genauso, und darauf wollte ich eigentlich hin, was passiert eigentlich mit dem großen Ziel der Agenda 2030? Was passiert eigentlich damit, dass die EZ dafür da ist, dass sie Armutsreduzierung macht, dass sie sich verpflichtet hat, die Armut zu reduzieren bis 2030 und die Hilfe und die Unterstützung vergeben wird need-based, nämlich bedarfsorientiert und nicht nach deutschen
außenpolitischen Interessen. Und darüber würde ich gerne, sehr gerne, würde ich auch von Ihnen tatsächlich nochmal, vom BMZ nochmal was hören, denn wir stehen und wir dahinter stehen wir, EZ kann kein außenpolitisches Instrument sein. Und dieser Diskurs hat sich normalisiert. Es ist eine Selbstverständlichkeit plötzlich. Vielen Dank für die drei Fragen. Wer möchte eingehen zunächst mal auf den Herrn, der nigerianische Aktivist, der gefragt hat? Mehreres, ne? Nach ja. der tatsächlichen Hilfe für die gerade Abgeschobenen. Vielleicht gerade noch zu den Zahlen lässt sich ganz schnell beantworten. Es kommen immer noch mehr als sozusagen zurückgehen. 130.000, 140.000 Asylanträge werden gestellt. Die Zahlen der Rückkehrer sind deutlich darunter. I would not regard myself as director for deportations. Ich würde mich nicht als Abteilungsleiter bezeichnen, sondern als jemand, der Direktor ist für die Abteilung freiwillige Rückführung. Und wir wollen natürlich in erster Linie die freiwillige Rückkehr erreichen. In Deutschland sind es weniger als 10% von Nigerianern, die hierher kommen. Und wenn man aus Nigeria stammt, hat man eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass man als Asylbewerber anerkannt wird. Es gibt verschiedene zusätzliche Programme, die Hilfenleistungen, wenn man zum Beispiel auf der Internetseite returningfromgermany.de geht, dann kann man einige Details dazu finden. Aber wir haben Unterschieden zwischen denjenigen, die dieses Programm nutzen können, die freiwillig zurückgehen wollen, und andere, die abschiebepflichtig sind. Und da gibt es einen Unterschied. Es gibt hier einen Anreiz, eine Option für diejenigen, die gezwungenermaßen abgeschoben werden. Die haben die Möglichkeit, das Reintegrationsprogramm zu nutzen. Und das ist EU-weit möglich. Nigerianer können auch am europäischen Reintegrationsprogramm teilnehmen. Die Informationen sind hier in Deutschland verfügbar und auch vor Ort in Nigeria. In Ghana wollen wir so eine Art Willkommensabteilung einrichten, sodass die Rückkehrer dann direkt dorthin gehen können und dort vor Ort dann weitere Unterstützungsleistungen beanspruchen können und nicht allein gelassen werden, ihrem Schicksal nicht überlassen werden. Diejenigen, die hier sind und den gesamten Verwaltungsprozess durchgehen, das dauert 2-3 Jahre. Man beantragt Asyl und man nutzt die rechtlichen Widerspruchsmöglichkeiten voll und ganz aus im Verwaltungsgericht. Und das dauert dann 2-3 Jahre. Natürlich wollen wir das so nicht. Es gibt die tagesstrukturierten Maßnahmen in den Ankerzentren, also den Aufnahmezentren. Da wollen wir den jungen Menschen etwas Nützliches zu tun geben. Das passiert hier in Deutschland. Und bei einigen ist es tatsächlich sichtbar, dass sie sich sehr bemühen um Integration. Und es gibt mehr Möglichkeiten, dass sie auch Bleibeaussicht haben. Alle 2-3 Jahre haben wir eine Diskussion über eine Legalisierung der Asylsuchenden. Aber seit den letzten vor 3 Jahren haben wir bereits die Legalisierung möglich gemacht. Und das hängt nicht von einer bestimmten Frist ab. Die Kriminalisierung der Menschen. Sie werden stigmatisiert in ihrem Herkunftsland. Das ist eine andere Sache. Die meisten Nigerianer kommen vom Staat Edo und sie kommen nach Lagos zurück. Wir haben uns das angeschaut und haben mit ihnen gesprochen. Dieses Phänomen existiert natürlich. Und ihr haben gesagt, wir haben enorme Investitionen getätigt. Sie haben enorme Investitionen getätigt, um nach Europa zu kommen. Und diese Investitionen sind dann natürlich verloren gegangen. Das ist ein Konflikt, den ich nicht lösen kann. Und dieser Konflikt kann auch nicht durch solche freiwillige Rückkehrprogramme gelöst werden. Jemand leider schwer zu verstehen, weil er kein Mikrofon benutzt. Es
das geht recht weit. Aber ich habe ja die Website genannt, returningfromgermany.de. Dort findet man alle Einzelheiten, die Nigerianern zur Verfügung stehen, die hier in Deutschland sind. Diese Maßnahmen stehen zur Verfügung und Sie können auch Beratung erhalten. Das können wir vielleicht jetzt hier nicht abschließend klären. Vielleicht können Sie nach der Diskussion noch mal darüber sprechen. Wir haben in der Tat, wir haben auch Punjabis, ja, Inder, die hoffen, als Afghanen dann hier anerkannt zu werden und die natürlich ein Interesse haben, auch sich nicht hier offen zu legen, was sie denn tatsächlich sind. Das ist jetzt keine größere Menge, aber das passiert tatsächlich. Und das haben wir ja auch im Fall Syriens gehabt und anderer Länder, wo die Anerkennungsquote hoch ist, dass sich eben Trittbrettfahrer dann auch mit falschen Identitäten als entsprechende Staatsangehörige ausgeben. Diese Situation, die Sie geschildert haben, kann auch auftreten. Der Gesetzgeber hat ja auch reagiert. Im geordneten Rückkehrgesetz gibt es die Möglichkeit für Personen, die ihre Identität nicht nachweisen können, glaubhaft zu machen, dass sie alles getan haben, um ihre Identität offen zu legen. Und der von Ihnen dargestellte Fall, dass er iranisch spricht und überhaupt auch nicht durch Heranziehung von Familienmitgliedern, die vielleicht da sind, gibt es die Möglichkeit, eben hier auch dann von diesen Rechtsfolgen, die es gibt bei ungeklärter Identität, wieder in eine normale Duldung zu kommen. Also die Möglichkeiten gibt es mit dem geordneten Rückkehrgesetz jetzt. Herr Braune, zu der Frage nach den Prinzipien der EZ. Ja, noch mal kurz zu den Nigerianern. Ist es okay, wenn ich Deutsch spreche? Ja, also wir zahlen keine pauschalen Summen. Ja, es ist nicht so, dass im Zentrum jeder das Gleiche kommt und wenn er das Zentrum bekommt, da eine Cash-Ausschüttung stattfindet. Das ist ein großes Missverständnis. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass eine gute Rückkehrberatung schon in Deutschland aufklärt darüber, was es gibt und was es nicht gibt. Und es gibt viele Missverständnisse, es gibt viel Fehlinformationen. Deswegen hat auch unser Programm eine Online-Seite, wo man sich informieren kann, wo man Kontakt aufnehmen kann zu dem Zentrum. Aber es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass es nicht eine pauschale Zahlung von Cash gibt. Das machen wir nicht. Wenn wir Unternehmensgründung unterstützen, ist es an einen Businessplan gebunden und der ist dann auch mit Training verbunden und es ist nicht Cash on Arrival. Die EZ. Die EZ, ja. Danke für. Nein. Weil IOM eben so geprügelt worden ist. Für Nigerianer gibt es die Möglichkeit des Virtual Counseling, wenn ich jetzt mal Frau Tietze Reklame machen darf. Es gibt Möglichkeiten für Nigerianer, sich eben durch Personen, die in Nigeria sich schon befinden, auch beraten zu lassen für die freiwillige Rückkehr. Also es gibt Beratungsmöglichkeiten. Vielleicht sollten wir uns in der Tat gleich nochmal unterhalten. Okay, super. Jetzt zu den Prinzipien. Also wir sehen uns natürlich fest im Einklang mit der Agenda 2030. Es gibt einen Punkt 10.7 in der Agenda 2030 zur geordneten, sicheren und verantwortungsvollen Migration. Und genau in dem Kontext sehen wir uns. Migration muss organisiert werden. Es gibt eine zirkuläre Migration. Es gibt 360-Grad-Betrachtung und Rückkehr. Und Reintegration ist ein Teil dieses Prozesses. Und ich habe jetzt in meinem Kästchen-Referat dieses Thema. Es gibt einen Migrationskompakt, wie Sie alle wissen, und dort einen Artikel 21, der genau auch das sagt. Rückkehr und Reintegration ist Teil eines Migrationsprozesses. Insofern sehen wir uns fest auf dem Boden dieser beiden internationalen Dokumente. Und die Entwicklungszusammenarbeit macht schon lange mehr als nur Armutsbekämpfung und ist in den Themen vielfältiger geworden. Und das finde ich auch inhaltlich richtig. Jetzt ist die Frage. Als außenpolitisches Instrument sehen wir uns nicht, aber wir sehen uns natürlich als ein Teil der Bundesregierung und sind deswegen selbstverständlich auch an zum Beispiel deutsche Gesetze gebunden und unterstützen deswegen auch sowas wie Rückkehrpolitik, eben mit unseren entwicklungspolitischen Instrumenten, die in den Partner- oder Herkunftsländern dann greifen.
Wir sind keine NGO im BMZ, sondern wir sind Teil der Bundesregierung und sehen deswegen im ressortkohärenten Ansatz, also in der abgestimmten Politik zwischen unterschiedlichen Ministerien, einen erfolgreichen Ansatz, nochmal, weil Migration so komplex ist und weil Rückkehr und Reintegration so komplex ist, ist diese Zusammenarbeit aus meiner Sicht nicht nur sinnvoll, sondern geboten. Ich könnte jetzt viele Beispiele aufzeigen, wo wir, dafür haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit, erst genau, durch die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren diesen sehr komplexen Prozess gemeinsam gestalten konnten. Ich belasse es aber ja, bei diesem Hinweis. Vielen Dank. Die Frage ist, haben wir noch Zeit für eine kleine Runde? Nein, doch. Also es gibt drei ganz dringende Fragen. Die Dame hat sich sehr hartnäckig gemeldet und ich hatte ja versprochen, eigentlich da drüben noch drei Fragen zu. Also drei, eins, zwei und drei. Und mit der Bitte um kurze Fragen und dann kurze Antworten, dann schaffen wir das vielleicht noch innerhalb der nächsten 8 Minuten. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Also, Herr Kloß, ich finde Ihr Bestreben, geltendes Recht aufrechtzuerhalten und auch zu implementieren, ich finde das, also das ist was ich sehr teile. Ich glaube, Recht, also ein Rechtsstaat ist eine sehr große Errungenschaft. Und ich glaube, er kann es nur bleiben, also ein Rechtsstaat kann nur ein Rechtsstaat bleiben, wenn wir täglich daran arbeiten, dass er es bleibt, auf allen Ebenen. Ich war am 2. Oktober in Moria, auf Lesbos. Und diese Erfahrung hat meinen Glauben in ein Rechtssystem, das auf Menschenrechten basieren soll, auf europäischer Ebene, in einer europäischen Union, zerstört. Und ich kann Sie nur von ganzem Herzen bitten, dass Sie Ihrer Verantwortung und Ihren Möglichkeiten als Mensch und als Politiker, als Entscheidungsträger und als verantwortlicher Mensch auf dieser Erde, so gut Sie können, nachkommen, damit wir diese Errungenschaften, für die es 2 Weltkriege benötigt hat, nicht verlieren. Und ich sehe diese Zeit als sehr kritisch. Und ich glaube, wir müssen sehr gut aufpassen, welche Rechte wir mit welchen Mitteln umsetzen. Weil wenn wir das Herz, wenn wir unsere fundamental values nicht mehr ernst nehmen, wer sind wir? Vielen Dank. Das ist angekommen als Appell. Danke. Da drüben noch der. Ja, hello, Sarah Tietze, IOM. I have to say something, of course, to the Afghan gentleman. as you can guess. First, I want to clarify. Was auf den zum afghanischen Vertreter sagen. Es ist nichts in Richtung ACE gegangen. ACE hat das Programm von der IOM übernommen. Es ist nicht so ein richtig gutes Programm. Und wir wissen, dass ERE als Organisation nicht so gut gearbeitet hat. Und ich weiß, ACE hat jetzt die Aufgaben übernommen und es funktioniert nicht so richtig gut. Aber wir können später uns nochmal darüber unterhalten, aber wir können jetzt nicht nur die Schuld bei ACE ansiedeln. Ich muss zustimmen, die Leute werden in Kabul am Flughafen in Empfang genommen. Ich war Zeugin, ich habe mit Personen gesprochen, die abgeschoben wurden. Und es gibt dort auch eine Organisation, IPSI, die sehr gute Hilfsleistungen auch bereitstellt. Es waren auch Leute von Deutschland vor Ort. Die IOM ist auch vor Ort, die den abgeschobenen Personen auch Geld übergeben hat. Und all dies passiert auch unter der Obhut der deutschen Botschaft und Sicherheitskräften. Ich denke, es ist relativ transparent. Es war aber nicht immer so, aber im Moment ist es doch recht transparent. Und Leute werden aus der Türkei deportiert. Sie bekommen keine Unterstützung von IOM. Wir haben leider kein Projekt, mit dem wir diese Menschen unterstützen können. Es sind sehr viele Menschen und du hast absolut
recht, wenn du das hier erwähnst. Und das passiert, wenn niemand die abgeschobenen Personen unterstützt. Und das möchte ich auch nochmal im Raum ganz klar sagen. Kann man denn die Leute einfach dort rauswerfen, wie zum Beispiel der Aktivist aus Nigeria sagt, wenn dort niemand grundlegende Unterstützung oder sozial-psychische Unterstützung leistet, dann ist es doch immer besser, wenn man diese Leute mit grundlegenden Dienstleistungen unterstützt, nachdem sie abgeschoben wurden. Manche meinen, das macht keinen Sinn, aber ich denke, es ist wirklich ganz wichtig. Mein Name ist Mustafa, ich komme aus Afghanistan, bin Student hier in Berlin. Ich habe eine kleine Anmerkung zu dem, ich würde sagen, zynischen Appell von Herrn Kloss, dass andere Bundesländer sich an Bayerns inhumane Migrationspolitik Beispiel nehmen. Wenn sie hier auf Rechtsstaat beharren und für geltendes Recht und so weiter, werben, das kann ich absolut verstehen, das ist korrekt. Aber die Flüchtlingspolitik in Bayern ist einfach inhuman. Es gab Dutzende Beispiele, wo Leute einfach vom Ausbildungsplatz gerissen worden, in Abschiebehaft geschickt worden sind und da haben sich 200, 300 Menschen dafür eingesetzt, bis sie zurückgekehrt sind und manche auch leider abgeschoben worden sind. Wenn sie so eine Politik unterstützen, dafür müssen sie sich einfach schämen. Also, die Frage jetzt, Sie haben gesagt, Sie waren in diesem Jahr oder letztes Jahr im Juni in Afghanistan. Ich würde mich interessieren, haben Sie sich dort mit Rückkehrern oder mit Abgeschobenen getroffen, die jetzt einen Job gefunden haben oder sich überhaupt eine Perspektive in kurzer Zeit vorstellen können oder nicht? Und wenn nicht, was war der Zweck Ihres Besuches in Kabul? Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt habe ich jemanden übersehen, glaube ich, die sich die ganze Zeit gemeldet hat. Entschuldigung, das ganz kurz. Ja, ganz. Nee, Moment, das können Sie nachher noch diskutieren, okay? Ja, aber das können Sie nachher noch diskutieren, weil wir eigentlich jetzt schon am Ende der Diskussion sind. Ja. Okay. Jetzt noch die Dame ganz kurz. Ja, Sophia Eckert von Save the Children. Danke, dass Sie meine Frage bzw. Anmerkung mehr noch mitnehmen. Und zwar würde ich nur an dieser Stelle gerne noch mal daran erinnern, dass eben nicht nur Erwachsene vom Rückführungsprozess, freiwillige Rückkehr, freiwillige Ausreise und Rückführung betroffen sind, sondern auch Kinder, die oftmals als Objekte übersehen werden in dem ganzen Prozess. Und gerade wenn sie im Familienverbund reisen, als Annex der Eltern gelten. Wenn wir innerhalb der Parameter der UN-Kinderrechtskonvention bleiben wollen, müssen wir das Kindeswohl und den Kindeswillen in jedem Schritt des Rückführungsprozesses beachten. Und ich wollte noch mal darum bitten und das anmerken, dass man eben da das Augenmerk nicht drauf verliert. Vielen Dank. Vielleicht fängt Herr Marifat an mit der Beantwortung der Frage noch mal zu Afghanistan und dann bekommt Herr Kloß und Herr Braune vielleicht noch mal das Wort. Werte Dame, zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Ich will das jetzt nicht so personell, nicht zum Monolog ausarten lassen. Zunächst mal, es geht um die Verteidigung der Organisation der IOM. Ich verstehe, dass Sie sie verteidigen. Sie machen eine schwierige Arbeit, ja. Sie erreichen aber nichts, wenn wir das Problem nicht selber anpacken. Das Problem, das da draußen wirklich ist. Ich wünsche mir sicher und ich hoffe, wenn Sie dort waren, dass Sie Leute gesehen haben am Flughafen von Kabul, dann haben Sie auch gesehen, die Leute, die da hinter dem Eisernen Tor Schlange stehen. Vielleicht hätte es geholfen, die mehr zu sehen, wenn Sie dort waren, als Ausländer, jemand von der Botschaft dort ist. Das macht einen Riesenunterschied, verehrte Dame. Wie arrogant die sonst sind, wie sie sich sonst dort am Flughafen verhalten. Also ich spreche jetzt nicht nur von den Leuten, weil sie ein Projekt dort haben. Die Leute kommen aus der Türkei, sind davon nicht erfasst. Die haben keinen Nutzen davon. Nein, ich spreche von denen, die aus Europa, aus anderen Orten deportiert werden, die abgeschoben werden. Das Thema habe ich mir öfters angeschaut. Da gibt es Kommunikation. Die Frage geht um die. Ich spreche nicht von IOM International. Vielleicht das beste Büro in Berlin, aber das von IOM, aber das gilt nicht dort. Die machen nicht das, was sie tun sollten. Die Leistungen, die sie bereiten sollten, die Erklärungen, die sie geben sollten. Das menschliche Verhalten ist nicht das, was man erwarten könnte. Das wird nicht geleistet. Zum Zweiten, seit vielen Jahren weiß ich persönlich, aus vielen Jahren
da ist eine Frau aus Deutschland, die schon lange dort arbeitet. Als sie zum ersten Mal kam, habe ich sie schon getroffen. Ich habe viel Respekt für sie. Enge Freunde von mir arbeiten in der Organisation. Zwei von denen sind jetzt in meiner Organisation. Also keine Frage dazu. Was ich sage, ja, Berater, auch die aus Deutschland, da gibt es welche, die auch von hier abgeschoben worden waren. Stimmt. Die Frage ist, wenn die Leute selbst solchen Maßnahmen unterzogen werden, unterworfen werden, brauchen die Hilfe, wenn sie nicht anderen Leuten helfen könnten. Sie selber brauchen schon Unterstützung. Durch EPSO, jemand muss die Probleme derer, die Beratung geben sollen, anzusprechen. Das ist das Thema, von dem wir jetzt sprechen. Da muss ein Unterschied gezogen werden. Sie haben viele Afghane ausgebildet. Ich muss das ganz kurz sagen. Geschichtlich gesehen war Psychoberatung nicht da, überhaupt nicht. Das ist nicht mal in unserer Mentalität. Selbst wenn Sie mit Tausenden kommen, das funktioniert nicht. Ich bin ganz ehrlich. Manche Afghanen sind hier. Wir glauben nicht daran. Das ist nicht Teil unserer Kultur. Das haben wir viele Jahre lang nie gesehen. Wir sind müde geworden. Aufgrund des Krieges, 30 Jahre Krieg, haben wir die Erfahrung. Und die Müdigkeit ist da. Es fehlt an Widerstandsfähigkeit. Also das ist nicht funktional. Man muss das hinterfragen. Wenn Leute etwas unterzogen werden, dass sie nicht glauben, woran sie nicht glauben. Nun, ich bin durch 7-mal Beratung gelaufen. Nichts hat mir geholfen. Ich war zu oft angegriffen worden. Ich habe selbst das Problem gehabt, aber es half nicht. Ich muss die Entscheidung dann selbst treffen. Das ist etwas, das ich Ihnen sagen kann. Tut mir leid. Jetzt nochmal das letzte Wort. Wir haben diesen Appell. Vielen Dank. Das war sehr eindringlich. Ich würde da gerne eine Frage daraus formulieren. Was tut denn die Bundesregierung, um die Zustände auf den griechischen Inseln, die beschämend sind und nicht erst seit ein paar Monaten, was tut die Bundesregierung, um da irgendwas zu verbessern? Eigentlich war ja mal die Idee, für schnelle rechtsstaatliche Verfahren auf griechischen Inseln zu sorgen, damit die Leute schnell entweder zurückgeschickt werden oder eben weiterverteilt werden auf die EU. Das war Teil des Türkei-Deals Anfang im Frühjahr 2016. Das hat ja alles gar nicht funktioniert. Die Türkei nimmt Leute zurück, aber es wird keiner davon in die EU geholt gezielt. Das war ja mal der Grundgedanke, der im zweiten Teil des Deals eben gar nicht umgesetzt wurde. Also wir bezahlen der Türkei Geld dafür, dass sie Geflüchtete bei sich behält. Jetzt lässt Herr Erdogan das Tor wieder ein bisschen auf. Es kommen mehr Leute auf den griechischen Inseln an. Was tun Sie für diese Menschen, die dort ankommen? Also ich habe auch den Appell schon so verstanden und dass ich darauf auch reagieren möchte. Ich kann auch Ihre Erregung sehr verstehen. Ja, mit Griechenland, die Kooperation hat jetzt schon eine gewisse Zeit, wo sich die Verhältnisse nicht unbedingt verbessert haben. Das lag aber mit Sicherheit nicht an deutschen Hilfszusagen. Mein Minister, und eben ist das kritisiert worden, aber das Leitprinzip Humanität und Ordnung versucht er umzusetzen, indem er beispielsweise vor wenigen Tagen auch in Griechenland war. Wir haben über die letzten Jahre wiederholt, und zwar auf EU-Ebene als auch auf nationaler, also bilateraler Ebene, Griechenland Unterstützung angeboten. Diese Unterstützungsleistungen, die angeboten wurden, wurden nicht so nachgefragt, wie man das hätte tun können. Und das liegt auch an, natürlich, Griechenland ist ein souveräner Staat und es gab hinreichend auch Appelle seitens der europäischen Partner. Und es ist eben nicht gelungen, die EU-Türkei-Vereinbarung so umzusetzen, wie sie angelegt war, dass eben auch zügige Verfahren durchgeführt werden auf den Inseln und dann auch eine Rückkehr von Personen ohne Schutzanspruch stattfinden kann. Das erfolgt nicht. Das, glaube ich, ist um die 2000 Personen, die da in diesem Rahmen zurückgekehrt sind. Und anders als Sie es jetzt darstellen, sind 24.000 Personen tatsächlich von den europäischen Ländern aufgenommen worden im Rahmen der EU-Türkei-Vereinbarung, die dann... Eigentlich sollte es ja ein 1-zu-1-Mechanismus sein, aber im Grunde hat die Europäische Union wesentlich mehr Personen, Schutzbedürftige aus Syrien, die von UNHCR vorgeschlagen waren, dann auch aufgenommen. Also insoweit, ja, wir sind da dran. Es gibt auch weiterhin nach dem Ministerbesuch jetzt Follow-up. Das BAMF hat ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie wir die griechische Asylbehörde unterstützen können. Wir hoffen, dass die Griechenland diese Angebote auch annehmen. Ja, und dann gab es noch die Frage nach... Deutschland hat Griechenland Familien nach.
oder wer auch immer. Ist das Problem so bekannt? Vielleicht kann ich darauf gleich... Aber von griechischer Seite wird dann auch gesagt, es werden so Dinge wie Reisepässe verlangt. Oder es werden Dinge verlangt, wie also ein Reisepass von so einem Menschen zu verlangen, ist ungefähr so wie ein Führerschein von einem Dreijährigen. Es geht einfach nicht. Und ich kann Sie nur wieder bitten, bitte tun Sie, was Sie als Mensch auf dieser Erde leisten können, um diese Kinder sind seit einem Jahr in einem Zustand, das kann doch nicht die Europäische Union sein, das kann doch nicht, also... Herr Kloß, was sagen Sie zu dem Fall? Der ist, glaube ich, auch durch die Medien schon gegangen. Es gab ja, mehrere. Wenn Sie sich erinnern, die Direktzurückweisungsvereinbarung mit der griechischen Seite, die habe ich auch verhandelt. Und in diesem Kontext haben wir auch, insoweit handelt es sich um meistens um Dublin-Fälle, Dublin-Zusammenführungsfälle, Familienzusammenführungsfälle, wo eigentlich die griechische Seite die rechtlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt hat für eine entsprechende Übernahme seitens Deutschland, wo Deutschland sich dennoch, ich glaube, es waren auch ungefähr 3.000 Fälle bereit erklärt hat, die zu übernehmen. Das ist auch mittlerweile ziemlich kurzfristig abgearbeitet worden. Es gibt natürlich weitere Fälle, Sie dürfen auch nicht verkennen. Bei DNA-Gutachten ist das unstreitig, glaube ich. Da wird auch nie jemand das ernsthaft bestreiten wollen, aber die liegen auch häufig nicht vor. Natürlich ist es illusorisch, jetzt bestimmte Dokumentationen zu verlangen, aber ganz ohne Dokumentation, ganz ohne Nachweis, da ist es durchaus plausibel, dass natürlich Kinder versucht werden, sozusagen den Nachzug zu ermöglichen aus nachvollziehbaren Motiven. Und dass hier natürlich eine Prüfung stattfindet, ist auch klar. Und dass man natürlich versucht, hier möglichst der Realität nahe zu kommen. Ich will sagen, es gibt auch ein Missbrauchspotenzial. Können wir vielleicht nachher noch fortsetzen, ja, den Diskurs, weil das ist sehr wichtig. Also ich unterhalte mich gerne im Anschluss noch mit Ihnen. Genau. Wir haben noch eine letzte Nachfrage. Die Afghanistan-Frage, also ich schäme mich überhaupt nicht, wenn Deutschland hier vielen Afghanen, die Schutz brauchen, auch tatsächlich Schutz gewährt, bin ich stolz darauf, kann ich ganz ehrlich sagen. Aber nochmal zur Aufrechterhaltung unseres Rechtssystems, zur Akzeptanz, nicht nur in diesem Raum, ja, wo ja viele like-minded sind mit Blick auf Geflüchtete, ja, muss ich eben aussagen, dann ist es wichtig, dass wir das auch durchsetzen. Was mache ich in Afghanistan? In Afghanistan, da bin ich hingeflogen, ich habe auch die gemeinsame Erklärung mitverhandelt und da ist ein Umsetzungsausschuss vereinbart und wir treffen uns alle halbe Jahre, die afghanische Regierung, und deswegen bin ich dann eben auch mindestens einmal im Jahr in Kabul. Ich habe auch mal den Rückführungsflug begleitet, weil ich mir das selbst anschauen wollte, wie sind die Abläufe, wie wird mit den Menschen umgegangen, und habe auch natürlich am Flughafen Kabul dann entsprechend Empfang gesehen. Es gibt keine Einschüchterung seitens von irgendwelchen deutschen Botschaftsangehörigen, die stehen einfach als Beobachter da. Es gibt, Afghanen kehren ja auch in ihre Heimat zurück, manche gehen einfach nach Hause oder vielmehr verlassen einfach den Flughafen, nachdem sie registriert sind. Doch, es ist so. Das ist das, was mir die Kollegen vor Ort sagen. Natürlich, die kehren zum Teil, das sind nicht alle aus dem Iran. Ja, es sind auch Leute, die kommen aus Afghanistan und manche werden abgeholt von Familienangehörigen, manche gehen einfach nach Hause, nehmen nicht alle diese Hilfsangebote in Anspruch, die aber für jeden offen stehen. Und es war auch eine Atmosphäre, das wird sichergestellt durch das Flüchtlingsministerium, was vor Ort ist, auch durch IOM, IPSO, dass diese Menschen sich artikulieren können und auch Unterstützung bekommen, sofern sie die Voraussetzungen hierfür erfüllen. Erin ist genannt worden, ganz so negativ wie Sie, Frau Tietze, sehe ich es natürlich nicht, aber das ist so ein Plinkel. Ja, also, vielen Dank. Genau, das sind erstmal... Genau, dabei belassen wir es erstmal, weil es schon 8:50 ist. Wir haben weit überzogen. Es freut mich, dass Sie alle die Ausdauer hatten, trotz eines langen Tages hier noch abends zu sitzen. Vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass Migration ja optimalerweise so zu gestalten wäre, dass man gar keine Rückkehrberatung mehr braucht, weil die Menschen in ihren Herkunftsländern dazu beraten wurden, was es für legale Wege gibt und die Möglichkeiten haben, eben zirkulär und frei sich zu bewegen in dieser Welt, sodass man langfristig gar niemanden mehr hier illegal ankommen lässt, der Asylanträge stellt, die er gar nicht bewilligt bekommt, um dann rückgeführt zu werden und reintegriert zu werden. Das wäre ja sehr wünschenswert, wenn wir dahin kommen. Dafür braucht es eine andere Migrationspolitik. Das war heute nur ein Aspekt der Diskussion. Ich danke Ihnen allen sehr, wünsche noch einen angenehmen Abend und Sie sind natürlich eingeladen, die vielen offenen Fragen hier noch weiter mit unseren beiden Vertretern und den anderen Panelisten zu besprechen. Vielen Dank. Applaus